So, herzlich willkommen zurück aus der Kaffeepause. Wir beginnen jetzt mit unserer Diskussionsrunde. Ich muss Ihnen niemanden mehr von den permanenten Teilnehmern, will ich es jetzt mal nennen, vorstellen. Haben Sie alle schon kennengelernt, vorhin in den Vorträgen und auch in den vergangenen Tagen. Professor Warmhoff darf ich auch nochmal herzlich begrüßen. Schön, dass Sie auch heute hier an der Diskussionsrunde teilnehmen. Und es ist folgendermaßen, wir wollen ein bisschen, muss ich zugegebenermaßen sagen, nach dem Fishbowl-Konzept arbeiten. Bedeutet, dass halt aus dem Workshop, Sie haben in den Workshops alle Sprecher gewählt sozusagen oder benannt. Und die werde ich gleich hier nach vorne bitten und die können uns dann erzählen, was für Lösungsansätze rausgekommen sind, wo auch die größten Schwierigkeiten liegen. Und deswegen gibt es hier diesen freien Platz und wir werden dann die entsprechenden Ansätze auch mit dem permanenten Diskussionsteil, den wir hier besprechen. Das ist jetzt unser Konzept. Ich weiß, das ist nicht das eigentliche Original-Fischbowl-Konzept, aber wir probieren es jetzt heute mal so, um auch eine Art demokratisches, eine demokratische Basis aus dem Workshop auch hier mit einzubeziehen. Die Workshops, will ich nochmal ganz kurz benennen, haben sich zum einen mit Stadtluft beschäftigt, mit Landluft und mit Innenraumluft und wir hatten zum Schluss gestern nochmal das Luftlab, wo es dann um generellere Fragen ging. Und da werden auch noch einige Punkte nachher zur Sprache kommen. Und ich möchte gerne als erstes jetzt Dr. Andreas Gies hier mal auf den freien Platz bitten, der uns einige Fragen beantworten kann zum Thema Innenraumluft. Herr Dr. Gies, vielleicht können Sie einmal, weil Sie ja dieses fantastische Gerät da hinten aufgestellt haben, und das kann ich auch beobachten, mal ein bisschen erzählen, wie weit das zwischenzeitlich hochgegangen ist und auch die Beobachtung, was passiert ist, als wir gerade mal durchgelüftet haben. Sie brauchen allerdings das Mikrofon. Brauche ich das? Ja. Oder genau. Ja. Bitte. Und gerne dann auch weiterreichen. Wir haben hier noch ein zweites. Ja, um ein bisschen auszuholen, die Spannung bei diesem Gerät ein bisschen zu erhöhen. Es kommt ja, wir haben ja nirgendwo so eng Kontakt mit der Umwelt wie im Innenraum. 80% der Zeit halten wir uns in unserem breiten Innenraum auf, im Winter eher noch mehr, da geht es an die 90% der Zeit. Und wenn wir so eine Bilanz machen, was wir zu uns nehmen, ist das meiste, was wir stofflich zu uns nehmen, ist Luft. Also selbst im Wein nicht Bier oder so, sondern es ist einfach Luft, die wir einatmen und von der wir wahnsinnig abhängig sind. Wir haben im Innenraum die Situation, dass wir alles das mitbringen, was wir außen an Luft haben, weil wir ja immer einen Luftaustausch haben. Also die Innenraumluft kann kaum besser sein als die Außenluft. Deswegen ist Außenluft Gesundhaltung, Außenluft Reinhaltung ganz wichtig für den Innenraum. Aber wir haben ganz viele zusätzliche Einflüsse. Stoffliche Einflüsse, zum Beispiel von Chemikalien, aus Produkten, aus Bauprodukten. Und wir haben uns selber als Einfluss. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir machen unsere Luft selber schlecht. Wir haben Strahleneinflüsse, Radon in vielen Bereichen ein ganz großes Problem, auch mit einem hohen Gesundheitsrisiko behaftet. Und wir haben biologische Einflüsse. Wir kennen es, einer der Knaller des Umweltbundesamtes ist unser Schimmelleitfaden. Da können wir gar nicht so viel verteilen, gar nicht so viel drucken, wie wir verteilen. Und das sind Probleme, die wir alle zusätzlich im Innenraum haben. Die Schwierigkeit, die wir dabei haben, sind zwei. Erstens, die Innenräume fahren sich divers und die werden immer diverser. Wir haben eine schnelle Produktfolge, wir haben eine schnelle Abfolge von Bauprodukten, Konsumprodukten, die wir zu uns in den Innenraum bringen und den Innenraumluft beeinflussen. Als zweites ist das Problem, dass wir immer mehr sehen, dass verschiedene Innenräume überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Also einen durchschnittlichen Innenraum gibt es gar nicht. Wenn wir Innenraumluftmessungen machen, gehen die Stoffkonzentrationen von null bis unendlich. Und das wird auch immer wegen Entwicklung Industrie, Entwicklung unserer Produkte, wird auch immer mehr, auch wegen staatlicher Eingriffe. Wir verbieten Weichmacher. Die Weichmacher, die wir verboten haben, sind nicht mehr da. Aber Ersatzstoffe, und zwar nicht einen, sondern mehrere, oft gemischt und auch oft mit der Absicht gemischt, Grenzwerte einzuhalten. Das heißt, bei mehreren Stoffen besser einen Grenzwert einhalten, lieber den einzelnen als einen Stoff zusammen. So, und jetzt ist die Frage, wie nimmt man das wahr? Jetzt kommt es zu dem Punkt. Ja. Wir nehmen uns halt ganz wenig wahr. Wir haben von der Innenraum-Luftqualität merken wir nichts.
Wir haben seit 1850, seitdem Max von Pettenkofer, das war ein Bayer und ein Hygieniker, ein genialer Mensch, ein Orientierungswert für CO2. Also mit dem Maße, wie wir ausatmen, wie wir den Raum nutzen, wissen wir auch, dass zum Beispiel Aufmerksamkeit in der Schule sinkt, zur Konzentrationsfähigkeit, aber auch die Konzentration von Stoffen ansteigt. Ich habe hier mitgebracht, bei uns steht es in jedem Sitzungsraum dazwischen, so ein CO2-Monitor. Und der fängt an da, wo wir mit CO2 in der Außenluft sind normalerweise. Wenn wir in einen gut gelüfteten Raum kommen, sind wir ungefähr bei 400 ppm. 0,4 Promille für die Leute, die für die Bayern die Promille mehr unterwegs sind. 0,4 Promille, das war mal 0,340 ppm, als ich gelernt habe, aber wir haben ja die CO2 auch in der Außenluft schon erfolgreich angereichert. Und wenn Sie sehen, jetzt während der Tagung, die wir hier hatten, wir haben hier eine ausgefeilte Lüftungstechnik, wir haben auch sehr hohe Räume und wir haben es nicht so dicht beschult wie in den Klassen, in die meine Kinder gegangen sind. Aber wir waren, als Sie geredet haben, haben wir, das lag nicht an Ihnen, haben wir die 2000 ppm gerissen. Der hygienische Orientierungswert von Pettenkofer, der heute immer noch gilt, sind 1000 ppm. Also das ist ein Bayer, der hat einen Wert aufgestellt, der seit 150 Jahren unverändert ist. Und bei den Toxikologen heißt das, was die an einem was rumlegen und versuchen zu verbessern. Also wir sind schon in einem Bereich gewesen, wo die Konzentration beeinträchtigt ist. Und ich weiß nicht, ob den Ersten hier schon die Augen, Sie haben das ja gesehen. Das kann, also wir messen in dem Bereich eine deutlich, deutlich verminderte Konzentration. Was ist denn dann quasi die Botschaft? Lüften, was wir getan haben. Das Erste ist ganz simpel Lüften. Egal welchen Einfluss wir haben, ob wir Radon haben, ob wir Feuchtigkeit haben, die nicht aus dem Raum geht und deswegen Schimmelwachstum begünstigt ist, Lüften. Wir haben, ich will nicht sagen Zielkonflikte, aber neue Probleme. Dadurch, dass wir die Außenhaut unserer Gebäude dicht machen, um Energie zu sparen, müssen wir darauf achten, dass wir gleichzeitig auch Lüftungsregime haben, die diesen Gebäuden angepasst sind. Sonst haben wir das, und das war ja auch eine orchestrierte Diskussion in den letzten Jahren, versucht wird, Klimaeinsparung oder Klimaschutz und Energieeinsparung und Interraumqualität gegeneinander aufzusetzen. Ganz beliebte Strategie, die wir nicht nur da haben. Also, aber wir müssen darauf achten. Es ist, also wir können nicht sagen, oh, das sind die sowieso immer Fake News verbreiten. Nee, da ist was hinter. Wir brauchen andere Lüftungskonzepte, wir brauchen mechanische Lüftungskonzepte und wir brauchen Bewusstsein der Bewohner zu lüften, aber wir müssen, können die Bewohner auch nicht überstrapazieren. Niemand kommt zweimal von der Arbeit am Tag nach Hause, um quer zu lüften. Also da gibt es auch Lüftungskonzepte, die Bewohner ansprechen und die nicht der Realität entsprechen. Vielleicht müssen wir auch mal unterscheiden zwischen Privaträumen und öffentlichen Räumen, also beispielsweise Schulen oder wie wir jetzt hier in einem Tagungsraum sind, weil Sie sagen, wir brauchen Belüftungskonzepte. Das eine ist ja, man muss natürlich den Menschen das auch erstmal klar machen, also wirklich auch Wissen vermitteln. Und dann ist ja die Frage, beispielsweise auch in öffentlichen Räumen, Schulen und so weiter, muss man ja ganz anders wahrscheinlich vorgehen, muss man wahrscheinlich auf kommunaler Ebene eben auch Informationen weitergeben und dafür Lösungsansätze sorgen. Wie haben Sie das besprochen in dem Workshop? Also wir haben ja ganz anschauliche Vorträge auch von Praktikern gekriegt, also auch entsetzliche Vorträge, die uns zeigen, dass wir mit dem Innenraum auch ganz langfristig Probleme schaffen. Ja? Also Probleme, die vor 20, 30 Jahren zum Beispiel mit Holzbock bekämpft, wenn Innenräume geschaffen wurden, kommen 20, 30 Jahre später hoch. Häuser sind teilweise unter Wohnraums nachgerissen werden oder sowas. Also wir haben sehr langfristige Probleme. Bei den öffentlichen Räumen ist es nicht. Wir haben erstmal ein Problem, dass wir eines der wenigen Möglichkeiten staatlichen Handelns, die wir da hatten, die Bauproduktezulassung, die wir in Deutschland hatten, dass wir die vom Europäischen Gerichtshof aus der Hand genommen gekriegt haben. Es darf keine nationale Bauproduktezulassung seit dem letzten Jahr mehr geben. Das, was wir als Standard erreicht hatten, in guter Zusammenarbeit mit der Industrie, auch wo die Industrie darauf geschworen hat, gesagt hat, wir wollen diese Leitplanke, dass wir emissionsarme Baustoffe verwenden,
Dies ist nicht mehr der Fall, das ist jetzt ersetzt worden durch eine Arbeitsgruppe. Wir wissen, wie lange europäische Arbeitsgruppen tagen können und beschlusslos vor sich hin dümpeln können. Hormone und wirksame Stoffe sei da ein Beispiel. Aber wir müssen vermeiden, dass wir dabei bei dem Innenraum auch in die Situation kommen, dass wir lange darüber diskutieren, ehe wieder das nationale Niveau, das wir heute bis zum letzten Jahr hatten, in Deutschland wieder erreichen. Das ist eins der Sachen, die wir aus der Arbeitsgruppe, die wir aus der Multiplikatoren und durch die Akteurskette schaffen müssen. Wir haben gehört, dass zum Beispiel Architekten orientierungslos sind, die Qualität von Bauprodukten einzuschätzen. Also wir brauchen Leitfäden für Bauherren, für Architekten. Wir müssen wahrscheinlich, das ist auch eine Botschaft an die BBU, schon bei den Schülern anfangen, auch Bewusstsein dafür zu schaffen. Und wir brauchen natürlich auch ein Bewusstsein bei den kommunalen und privaten Bauherren, die in ihren Ausschreibungen entsprechende Kriterien berücksichtigen müssen. Und das ist wirklich hart. Wir sind da leitbeprüft als Umweltbundesamt. Wir haben über unseren Boden in Dessau, über unseren Fischboden 2 Jahre lang beraten. Und dann hat jemand in der Ausschreibung die Worte über gleichwertig hingesetzt. Und plötzlich waren wir stolze Herren von 15.000 Quadratmeter nicht verwertbaren Naphthalin ausgasenden Boden, die immer noch irgendwo auf einer Deponie lagern, weil wir den wieder rausreißen mussten. Also man muss da Sachkunde haben, wir müssen früh die Sachkunde durch die Baukette schaffen und wir müssen auch öffentliche Bauherren dafür sensibilisieren, dass sie da auch Frontrunner sind und vorgeht. Herr Welke, Sie hatten sich gerade zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich finde das alles völlig richtig. Ich wollte nur ein kleines Praxisbeispiel noch geben. Wir sind als Städte nach Nordrhein-Westfalen. Also ich muss dazu sagen, wir machen Landesverband und Bundesverband in einem, von Köln aus. Und der Städte nach Nordrhein-Westfalen sind wir gemeinsam mit der Landesregierung NRW unterwegs gewesen, gerade bei diesem Thema auch Innenraumluft, weil wir, das ist völlig richtig dargestellt worden, natürlich das im Grunde fast noch viel größeres Problem ist als die Außenluft, weil die Menschen sich halt viel drinnen aufhalten. Und da gibt es jetzt ein Portal, das nennt sich Innenraumluft. Das ist aufgelegt worden vom Umweltministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und mit unserer Unterstützung. Das wird enorm besucht, ne, dieses Portal. Und darüber hinaus haben wir das natürlich auch in Faltblättern ausgeteilt, so ähnlich wie beim U-Bahn, diese Schimmelgeschichten abgefragt werden, so ist es auch dort. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Sache, wo auf kurze Art und Weise die Bevölkerung sensibilisiert wird bei diesem wirklich gesundheitlich wichtigen Thema. Und das ist nämlich das will ich noch sagen. Ich war heute Morgen nicht als erstes vor dem Frühstück zur Rezeption gegangen und habe mich über den Schimmel in der Dusche beschwert. Ich habe mich überlacht, aber war eine wirklich völlig verschimmelte Dusche. Und ernsthaft, wenn wir es normalerweise hätte man da mehr sagen müssen, aber sie ist auch zur Kenntnis genommen worden. Aber es fängt bloß in Kleinigkeiten. Das Lüftungsverhalten war schon völlig falsch. Als ich reinkam in die Dusche, war das Fenster gekippt heute Morgen. Und mit gekippten Fenstern weiß man, ob man sich mehr Schimmel ins Haus gelassen hat. Also es fängt bei Kleinigkeiten an, aber diese Bewusstseinsbildung ist wichtig und die Bevölkerung zu informieren, glaube ich, das ist der beste präventive Gesundheitsschutz, den man sich nur so denkt. Frau Siegesmund, was macht die Landesregierung Thüringen zu diesem Thema Innenraumluft? Haben Sie da konkrete Ansätze auch bei sich? Also ich habe jetzt mit Interesse von diesem Portal in NRW gehört. Das schauen wir uns gerne mal an, offen gestanden. Und habe auch die Informationen des Uber jetzt nochmal zur Kenntnis genommen. Ich würde sagen, wir verwerten das nochmal bei uns intern und überlegen uns da eine gute Strategie. Ich würde es gut finden, wenn wir es auch schaffen, quasi auch die Informationsstellen vor allen Dingen zu sensibilisieren, also Verbraucherzentralen. Ich weiß nicht, ob das schon eine Rolle spielte in den letzten 2 Tagen, weil das ist immer das eine, wenn ein Ministerium eine Broschüre druckt oder ein Portal eröffnet, man muss ja dahin, wo die Leute auch selber sich auf den Weg machen. Und man klickt, wenn man was über saubere Innenluft wissen will, glaube ich auch nicht als erstes auf das Thüringer Umweltministerium, sondern guckt tatsächlich entweder auf die eigene Stadtseite oder dann als nächstes, vermutlich nehme ich jedenfalls an, auf die Seite der Verbraucherzentrale. Und deswegen denke ich, muss man da gucken, wie man die Angebote auch so lanciert, dass diejenigen, die die ersten Adressaten sind, da auch was vorhalten. Und deswegen spannend der Einwurf jetzt gerade, das schauen wir uns gerne an. Herr Professor Warhoff, sehen Sie da auch, weil die DWU auch konkret angesprochen worden ist, sehen Sie da auch einen Informationsauftrag an die DWU, also in Bezug auf Privatleute und auch natürlich in Bezug auf Architekten beispielsweise,
die da natürlich auch mehr Wissen offenbar brauchen. Ja, das ist bei uns ein relativ wichtiges Thema. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Projekten, in denen es darum geht, dass wir Schulen, weil sie auch gerade auch die Kinder und die Jugendlichen ansprachen, bei Schulneubauten oder Umbauten dabei helfen, vor allem Architekten helfen, dass die Schulen sowohl den neuesten Ansprüchen, was die Haut der Schulen, der Schulgebäude anbelangt, dass sie dort auf den neuesten Stand kommen, aber auch, und das gehört damit zu, wie schafft man das optimale Lernklima jetzt im Sinne der guten Luft? Also das Thema CO2 spielt bei vielen dieser Projekte eine sehr wichtige Rolle. Wir werden jetzt gerade auch im nächsten Kuratorium wieder zwei derartige Vorhaben den Kuratoren zur Entscheidung vorlegen. Frau Bichmann-Fiebig, Sie sind ja eigentlich für Außenluft zuständig, aber dennoch die Frage, weil es hier nochmal darum ging, wir müssen das eigentlich, wäre es besser, es wieder auf nationaler Ebene Grenzwerte auch zu entscheiden und dann auch einzuhalten. Das ist ja auch das, was Sie im Grunde für die Außenluft vorhin gesagt haben. Ist das so, dass das wirklich so lange dauert, wenn wir das halt bei der EU belassen, dass das halt letztendlich zu einer Art Katastrophe führt? Ja, die Prozesse in Brüssel, Herr Gies hat es gesagt, sind einfach sehr langsam und es ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Wir haben halt verschiedene Bereiche, wo wir im nationalen Recht dann nicht über das hinausgehen dürfen, was in Brüssel beschlossen wird. Und das ist in dem Fall eben auch der Schwachpunkt. Das gilt eben bei Produkten, weil die auf den europäischen Markt geworfen werden müssen. Wir dürften also schärfere Luftstandards setzen in der Außenluft, aber wir dürfen bei Produkten keine stärkeren Anforderungen stellen. In der Zwickmühle sitzen wir, wir müssen in Brüssel möglichst gut verhandeln, aber wir sind bei 27 Mitgliedstaaten noch nicht mal vollkommen. Was wäre denn, weil ja natürlich die Produkte so entscheidend sind, ein realistischer Handlungsansatz? Was könnte man vorantreiben? Wer sind da die Akteure? Ich kann mir nur vorstellen, dass man auf freiwilliger Basis was macht über gesetzliche Regelungen. Kommen wir halt aus den genannten Gründen nicht weiter. Da sind wir durch die EU. Das muss aber definitiv sagen, blockiert. Herr Dr. Gies, was haben Sie im Workshop besprochen? Wie können Sie ins Handeln kommen? Also nicht Sie persönlich. Naja, das Problem ist, dass europäisches Recht gilt. Und das ist auch gut so, sozusagen. Muss man auch immer wieder feststellen, wie gesagt, also in vielen Bereichen, ich glaube, wir hätten keine Diskussion um die Gesundheit der Menschen im Verhältnis zur Luft, wenn wir nicht die EU hätten. Wir hätten es national, hätten wir es fein säuberlich an irgendeiner Ecke vergraben oder hätten wir uns damit beschäftigt, hätten wir uns eben gewidmet oder wären nicht zum Maßnahmen gekommen, hätten es ausgesetzt. Also die EU ist in vielen Bereichen Treiber und wenn man das will, da muss man auch die Bereiche des gemeinsamen Marktes irgendwo bespielen, die da eingefordert werden. Wir haben die Möglichkeit der freiwilligen Kennzeichnung. Wir werden es weiter machen. Wir haben ein Mandat inzwischen der Kommission als Deutschland federführend, ein gemeinsames System einzurichten. Aber dieses, also meine Weissagung, nicht als Bundesbeamter, sondern als Mensch, das trenne ich manchmal, ist, dass wir nichts erreichen werden im Umsetzen dessen, wenn wir nicht einen politischen Druck auch auf die Kommission ausüben und sagen, sowohl die Hersteller, sowohl unsere Industrie, als auch die Menschen, die bei uns leben, haben ein großes Interesse, da eine Orientierung zu geben, weil sie können nicht bei jedem Produkt sozusagen die giftigsten, die ihnen draufstehen, selber als Mensch, selbst als Architekt, können sie das nicht beurteilen. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen es schnell. Und das muss mit gemeinsamen politischen Bewegungen umgesetzt. Ist das so, dass man schon sagen muss, also Mieter im Grunde versus Häuslerbauer, wir haben uns gestern, ich saß kurz auch in Ihrem Workshop nochmal drin, ist das so, was kann der einzelne Mieter eigentlich machen? Also der kann sich ja jetzt vermutlich nicht, das kostet ja auch alles Geld, jemanden reinholen und sagen, prüft das mal auf Schadstoffe und dann sagt mir, was ich tun kann, was dann natürlich auch immer wieder Geld kostet. Also ist aus unserem Erleben und aus dem Erleben der Gutachter wirklich ein leidiges Problem. Weil der Mieter hat die letzte Karte in diesem Spiel. Also der ist wirklich, auch bei dem jetzigen Mietmarkt in Ballungsräumen, hat er zwar Rechte, was langwierig gerichtlich durchzusetzen gegen den Vermieter,
Aber es wird kaum möglich sein. Also der wird früher die frische Luft erleben als im Moment. Von Vermieterseite her, weil es halt ein Vermietermarkt im Moment ist und die Mieterrechte, selbst wenn sie auf dem Papier stehen, unendlich schwer durchzusetzen sind. Gerade in so komplizierten Fällen, die erhebliche Investitionen erfordern. So ein Gutachter ist ja auch nicht für nichts zu haben, auch wenn man ja nicht gleich einen Rolex kaufen muss. aber die, was die Mieter natürlich auch, also gerade sind ja die sozialen Schwächeren, auch eine rechtliche Auseinandersetzung überfordert die auf. Da kommen wir auch zu dem sozialen Aspekt dazu, den wir mit im Blick haben müssen. Fragen Sie mich nach einer Lösung, ich weiß keine. Also im Grunde geht es vor allen Dingen, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, um das aufmerksam machen auf das Problem schlussendlich. Weil ich glaube, das ist auch in vielen Köpfen einfach noch gar nicht vorhanden. Ne? Das, was Sie eingangs auch sagten, wir sind 80% in Innenräumen eigentlich, aber dass wir da ein großes Problem haben, ist vielen Menschen einfach noch gar nicht bewusst. Und dann entsprechend auch Druck aufzubauen, sozusagen, von Bevölkerungsseite. Herr Welge, Sie möchten noch mal was sagen? Ja, ein Satz noch: Mieter, Vermieter oder Eigentümer, wenn das. Also man darf natürlich auch nicht so tun, dass wenn wir in Deutschland ein schlechtes Mieterrecht hätten, dass der Mieter gar keine Rechte hätte. Also es gibt, wir sind das klagefreudigste Volk überhaupt in ganz Europa. Wir haben Rechtsschutzversicherung ohne Ende. Ich habe eine Zeit lang beim Gericht arbeiten dürfen, schwierig müssen. Das ist nicht immer feierlich, was dort ausgetragen wird. Nachbarn streiten sich wegen 3 cm Hecke überschreiten zum Kürzen. Also, und die Mieter rennen natürlich auch dorthin. Nicht? Die haben auch Recht, und wenn sie eine verschimmelte Dusche haben oder ein verschimmeltes Wohnzimmer, dann können sie natürlich, erstmal sehen sie das schon, das ist das eine, zum zweiten können sie dann auch an die Umweltämter der Städte sich wenden. Und zum dritten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dann die Mieter entsprechend zu mindern. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, das zu tun. Es sind nicht immer alles brave Schafe, die alles hinnehmen müssen. Im Gegenteil, in Deutschland wird Gott sei Dank auch durchaus kritisch, und das ist auch gut. Herr Dr. Gies, haben Sie noch eine Frage vielleicht mitgebracht aus dem Workshop? Ich denke, eins sollte man noch mal kurz beleuchten, ist die Eigenverantwortung. Ich glaube, dass Menschen bei uns auch viele Produkte in die Wohnung bringen, die da eigentlich nicht hingehören sollen. Das fängt bei der Zigarette an. Passivrauchen ist immer noch, also wir stellen immer noch bei Kindern relativ häufig, 10% der Kinder, Nikotinstoffe zu Produkten. Also die sind auch noch dem Passivraum ausgesetzt. Wir haben neue Probleme mit den Kaminöfen, die ein schlechtes Klima nicht nur, also nicht nur die Luftverschlechterung nach außen massiv inzwischen bedeuten, sondern gerade auch nach innen. Wir haben als Krönung des Ganzen die Ethanolöfen, die sie sich für Erzeugung der Romantik auf den Tisch stellen können, aber sich das erkaufen mit tierisch hohen Partikel- und Formaldehydkonzentrationen. Und wir haben natürlich auch bei den Alternativen, die wollen wir ja nicht aussparen, Duftkerzen, Räucherstäbchen und das ganze Arsenal, sich die Innenraumluft zu ruinieren. Da müssen wir, also ich glaube, da ist ganz viel Aufklärungsarbeit nötig, aber auch, und das haben uns viele gesagt, die Aufklärungsarbeit machen, gegenhalten gegen die Lobby zum Beispiel der Leute, die bei uns kaminieren oder ja, der Duft durchlernt ja. Das sind ja keine Leute, die irgendwo Rosen auspressen, sondern zum Tochterunternehmen von Bayer Leverkusen. Also da hat man natürlich mit der Lobby zu tun. Da muss man gehört haben, sich auch gegen die Lobby durchzusetzen. Genau, das ist ein Thema, und auch das Thema Verhaltensänderung wird natürlich lange noch ein Thema sein, was wir hier besprechen. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für diese Eindrücke aus Ihrem Workshop und würde Sie bitten, den Platz zu nehmen. Dr. Winfried Straub, der Sprecher des Workshops Landluft ist. Herzlich willkommen. Hör auch mal auf, Klaus, das ist doch ein Scheiß. Insofern schön, dass Sie da sind. Ja, man hat mich ja dazu gemacht. Ja, man hat so ein bisschen gezogen, aber jetzt schauen wir das mal. Was waren so Ihre Ergebnisse? Was ist das größte Problem? Wir haben vorhin natürlich schon auch das Wort Ammoniak gehört. Was ist bei der Landluft das größte Problem? Wenn wir vielleicht einen kurzen Einstieg an der Stelle besuchen. Es ist ja heute Morgen schon vielfältig angekommen.
Frau Bikolini hat es mal kurz am Rande erwähnt, irgendwie. Es geht ja nicht nur um Stickoxide, die sehr ausführlich in der Diskussion im Moment sind, sondern um den ganzen Komplex reaktiver Stickstoffverbindungen. Das ist der Punkt. Und davon ist einfach zu viel im Kreislauf. Bei allen anderen Luftschadstoffen, Luftgiften, die vorhanden sind, ist es einfach bei reaktiven Stickstoffverbindungen die schiere Masse, die einfach zu großes Problem führt. Und die Stickoxide-Verbindung ist die eine Geschichte und das Ammoniak ist aber die andere Geschichte. Und die wird leider, das ist mein persönlicher Eindruck, zurzeit noch etwas stiefmütterlich behandelt. Und vielleicht können Sie nochmal für Menschen, die sich damit nicht gut auskennen und auch nicht in dem Workshop waren, woher kommt Ammoniak und was sind die Folgen? Genau. In der Landwirtschaft. Reaktive Stickstoffverbindungen entstehen aus zwei Quellen, einmal durch Verbrennung. Ja, das ist das Stickoxid und einmal durch bakterielle Umsetzung aus der Landwirtschaft. Und da haben wir halt am Ammoniak die größte Quelle in der Landwirtschaft. Während die Stickoxide an sich auch für die menschliche Gesundheit problematisch sind, deshalb gibt es ja auch Grenzwerte, die jetzt ja groß in der Diskussion sind, ist es so, dass die ganze reaktive Stickstoffverbindungskomplex, dass der eben auch für die Natur einen Giftstoff darstellt. An allererster Linie zu nennen wäre da vermutlich einfach die Überdüngung von besonders stickstoffarmen Flächen von Naturschutzgebieten, ne, die ja eine ganz, ganz wichtige Funktion haben bei der Erhaltung der Artenvielfalt. Erhaltung ist natürlich ein Genpool, was weltweit damit als eines der allergrößten Umweltprobleme irgendwie gesehen wird. Und wenn ich das überdünne und dann sich die stickstoffliebenden Pflanzen durchsetzen und die anderen verdrängen, dann habe ich dort einfach ein dramatisches Problem und das gilt es zu bekämpfen. Die andere Seite, die wir jetzt, weil wir auf Luft konzentriert sind, nicht so beachtet haben, aber die natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wenn der ganze Stickstoff ins Wasser gerät, also gerade das Ammoniak ins Wasser gerät, haben wir eine Nitratüberdüngung. Ich habe gerade ein Kind zu Hause, irgendwie ein Jahr alt, wir sind echt auf der Suche nach nitratarmem Wasser. Da muss man sich dann in Flaschen anschleppen, irgendwie. Also das ist ja schon auch ein eklatantes Problem. Also auch wenn man hört, dass Nitrat inzwischen schon in den ersten Grundwasserleitungen Leitern drin sind und so, dann kann man diesen Komplex, glaube ich, nicht allein auf die Luft begrenzt betrachten. Und das war, glaube ich, aus der Arbeitsgruppe so mit der zentrale Problemstellung. Wobei es nebenbei auch eben noch zum Bioaerosole zum Beispiel ging, die ja auch ein neues Thema sind, das viele beschäftigt. Zu welchen Lösungsansätzen sind Sie denn gekommen? Also wir haben gestern ja schon kurz gesprochen, da gibt es zum einen natürlich technische Lösungsansätze und dann sind wir auch wieder beim Thema Verhaltensänderung. Lassen wir uns erstmal über die technischen Lösungsansätze sprechen, die Sie ja auch schon erwähnt haben. Ja, natürlich freut, dass Sie es angesprochen haben. Bei großen landwirtschaftlichen Anlagen, da ist natürlich irgendwie die Filterpflicht sozusagen irgendwie unumgänglich. Ne? Aber es ist sicher nicht das einzige Instrument. Wenn man sich mal anschaut, wie die Zusammensetzung des Ursprungs von Ammoniak als Luftschadstoff aussieht, dann ist das Pendel das so ein bisschen hin und her. Einmal überwiegt die Freisetzung aus den Stellen, ein andermal die Freisetzung aus den Wirtschaftsdüngern, also aus der ausgebrachten Gülle. Und der Aspekt, der gerät immer so ein bisschen in die Vergessenheit, weil der nicht Bestandteil auch des Genehmigungsverfahrens, zum Beispiel nach TH Luft, das hat es angesprochen, Frau Ministerin. Deshalb ist die Filterpflicht inzwischen Bestandteil, der in die TH Luft hinein soll, der irgendwie von vielen Bundesländern, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen jetzt schon vorgesehen ist. Aber das muss ergänzt werden. Das ist nicht das alleinige Instrument und ich war ehrlich gesagt persönlich selber sehr enttäuscht, nachdem jetzt die neue Düngemittelverordnung rauskam, dass man dort eigentlich ein großes Potenzial nicht ausgeschöpft hat, das ganz einfach auszuschöpfen wäre, indem man eigentlich instantan quasi Ausbringung und Einarbeitung verkoppelt. Ne, wenn man da nur eine Stunde zwischendrin Zeit verstreichen lässt, dann verdunstet ein Großteil des Stickstoffs und dann habe ich das schon wieder in der Luft. Also das wäre eine relativ einfache technische Maßnahme. Und das Problem ist, wenn ich dabei aber dann so viel Gülle einspare, bis zu 90% ist das Einsparpotenzial, dann habe ich nachher Gülle übrig. Und deshalb ist ja immer noch die Frage am Ende, was mache ich denn mit zu viel Gülle, vor allem wenn das so regional aufkonzentriert ist, in sagen wir, stark landwirtschaftlich konzentrierten Bereichen. Und da war ich selber sehr überrascht, in der Arbeitsgruppe wurde da an einer Stelle mal neue technische Möglichkeiten vorgestellt, die ich selber gar nicht kannte, nämlich dass man tatsächlich die Gülle auch zu industriellen Dünger weiterverarbeiten kann. Also früher hat man irgendwie den Stickstoff gebraucht und durch die Synthese irgendwie Haber-Bosch-Verfahren und so weiter dann erzeugt. Das war ja der Start irgendwie eigentlich für die industrielle Landwirtschaft mit auch. Jetzt muss man eigentlich dem wieder entgegensteuern und braucht eigentlich tatsächlich eine Methode, um diesen überflüssigen Dünger, die überflüssige Gülle zu verarbeiten. Und
Dünger herzustellen, der dann dieses ganze Wasser, 90% Wasser, das ja sonst hin und her transportiert werden muss, nicht mehr enthält, sodass das ein transportables Gut wird und auch dorthin gebracht werden kann, wo es vielleicht wirklich gebraucht wird. Frau Sigismund, lassen wir uns mal bei dem Filtersystem bleiben. Wie hoch ist die finanzielle Belastung für die Landwirte, wenn die das einbauen müssen? Also es ist ein circa fünfstelliger Betrag. Und natürlich hat das für große Diskussionen gesorgt. Und es gibt eben keine bundesrechtliche Verpflichtung. Und ich sag mal, es gibt so wunderbare Themen, wo der Bund eigentlich Steilvorlagen bieten müsste, damit die Länder dann auch nachziehen können. An der Stelle frage ich mich, warum wir in NRW eine andere Lösung brauchen oder haben als in Thüringen, als in Sachsen, als in Schleswig-Holstein, wenn eigentlich überall das gleiche Problem vorliegt. Das ist ein Problem. Und mit denen, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben mit unseren Agrargenossenschaften, die es an vielen Stellen gibt, da auch durchaus harte Diskussionen. Im Übrigen ist die Realität der Landwirtschaft in Thüringen die, dass man nicht nur Agrarproduktion betreibt, sondern als zweites festes Standbein inzwischen eine Biogasanlage hat. Und von daher sind die Diskussionen schlicht und ergreifend zu führen und auch nötig. Aber auch hier sage ich, das ist dann eine Frage, die wir auch auf Landesebene hart miteinander ausfechten müssen. Ich halte diesen Filter Alas, wie wir ihn haben, für ein zusätzliches Mittel, eine zusätzliche Maßnahme. Würde mir wirklich wünschen, wir hätten da einheitliche Regelungen. Aber ich denke, es gab ja viele Themen, wo auch die Länder im Einzelnen vorgelegt haben. Wir haben ja uns auch an NRW an der Stelle orientiert. Aber um den Druck aus den Ländern auf den Bund auch ein Stück zu erhöhen. Jetzt wissen wir alle, was am 24.09. ist. Und wissen auch, dass es dann entweder in die eine oder andere Richtung an der Stelle weitergehen kann. Aber ich will noch mal einen Aspekt vertiefen, den Sie gerade sagten, weil der mir auch wichtig ist. Das eine ist sozusagen die technische Lösung für die Stelle, Filter Alas. Das andere ist aber in der Tat, das was Sie ansprachen, die Eutrophierung und die Frage, inwiefern unsere Gewässer auch belastet werden. Wir haben zum Beispiel gerade in der Diskussion ein Wassergesetz, wo wir eben die Dünger und Gülleausbringung beschränken wollen, gerade bei Gewässern auf maximal 10 Meter Rand an die Fließgewässer ran. Und wenn ich mir angucke, dass wir zum Teil nicht ausschließen können, dass bis in die Gewässer reingedüngt wird, also sozusagen Gülle ausgebracht wird. Ich weiß, wir sind super modern, auch in unseren Landwirtschaftsbetrieben aufgestellt mit GPS-gesteuerten, weiß ich nicht, was alles für Funktionen die Wagen inzwischen haben. Ich kann es trotzdem nicht ausschließen und die Belastung ist immens. Und deswegen müssen wir, das ist auch eine harte Diskussion hier im Land, bei der Novelle unseres Wassergesetzes hier auch eine eindeutige Regelung finden. Da muss ich sagen, kommen wir aber mit unserem Thüringer Bauernverband durchaus auch weiter, weil die das auch selber erkennen, dass das ein echtes Thema ist. Hinter Alas die Diskussion deutlich schwieriger gewesen. Haben Sie grundsätzlich festgestellt, dass nach dem ersten Grummeln sozusagen und harten Diskussionen auch irgendwann eine Akzeptanz eingesetzt hat? Oder? Akzeptanz würde ich es nicht nennen, ja. Aber es gab die große Welle der Empörung und jetzt läuft das Ding. Und man hat gemerkt, auch ein Jahr später, nachdem die Thüringer Umweltministerin den Filtererlass auf den Weg gebracht hat, ist keine Agrargenossenschaft deswegen dicht gemacht worden. Was ist mit dem Thema Tierschutz? Haben Sie gestern auch darüber gesprochen, gerade bei den Filteranlagen? Wenn Sie mir das, Sie haben mir weitergegeben, da müssen die Räume im Grunde die Stelle auch hermetisch abgeriegelt sein. Da hat man dann eventuell ein Tierschutzthema sozusagen. Wie haben Sie das gehandhabt? Ja, manche denken ja, dass wir in erster Linie quasi den Filter für die Tiere einbauen. So auf der Ebene haben wir angefangen zu diskutieren, dass es darum gar nicht geht, sondern quasi die Luft drumherum zu schützen, war ein Diskussionsaspekt. Natürlich gehört das mit dazu, aber ich sag mal, am Ende muss man sich die Stelle im Einzelnen auch mal angucken. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber wir hatten durchaus dadurch, dass in den letzten Jahren immer mal wieder die Lüftung ausgefallen ist, zum Teil 1.000, 2.000, 3.000 tote Tiere über Nacht, wo das keiner gemerkt hat. Das sind einfach in diesen Anlagen Prozesse, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die jammervoll und qualvoll erstickt sind über Nacht, weil einfach keiner da war. Das sind technisierte Prozesse, das hat mit Kuschelzoo überhaupt nichts zu tun und so oder so muss das am Ende zum Laufen gebracht werden und ich halte auch von sozusagen von dieser Diskussion, das würde das technische System überfordern und man hätte das nicht im Griff und man könnte es nicht kontrollieren, halte ich gar nichts. Wenn man sich auf diesen Pfad begibt und sagt, wir wollen
Tierhaltungsanlagen haben, dann müssen die wenigstens einigermaßen solide, ohne Beeinträchtigung der Umwelt gestaltet sein, und die Tiere müssen vernünftig, also artgerecht gehalten werden. Aber dass das eine langwierige Debatte ist, das wissen Sie alle, und dass man da immer nur Stückchen um Stückchen vorankommt, auch. Sind wir beim Thema Massentierhaltung, Herr Welges, vielleicht dazu ein bisschen NRW-Leute? Das ist normalerweise kein Thema des Städtetages. Aber ich hätte Sie auch nicht direkt gesagt. Ich kann dem halt nur beipflichten. Also die Art und Weise, wie wir mit den Tieren und der Art, das ist ja nicht nur in Deutschland oder auch weltweit umgeht, ist unethisch. Also das ist, hat mit, ich sag mal, mit Christentum sowieso überhaupt nichts zu tun, überhaupt nicht mit Respekt vor der anderen Kreatur. Das zeigt mit dem Thema Luft jetzt nur natürlich mal woanders was zu tun, aber wenn Sie sich mal angucken, die Anzahl der Artenrückgang ist, das ist dramatisch, insbesondere im ländlichen Raum. Und die Zunahme der Artenbildung im städtischen Raum ist faszinierend. Das heißt, die Arten gehen im Grunde in die Städte rein, wo dann hier gar kein Lebensraum für die Tiere normalerweise da ist, weil sie wegen der Überdüngung, weil sie wegen dieser Form der Landwirtschaft fliehen. Das kann es nicht sein. Da muss mittelfristig was getan werden. Man kann nur hoffen, dass nicht die FDP das Landwirtschaftsministerium umsetzt. Das wird dann nicht passieren. Aber meine Daten lassen doch alles noch liberaler sein. Das ist ein Grauen. Und ich meine das wirklich unter Umweltaspekten. Ja. Die Parteien sind theoretisch machen, völlig egal. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und der betrifft uns alle genauso stark wie das Thema Klimaschutz, genauso stark wie Klimaanpassung und der Fütterung. Frau Wichmann-Kiewicz, Sie möchten kurz darauf eingehen, und Herr Professor Weißhoff, Sie wollen wahrscheinlich auch was zum Artenverlust sagen, gehe ich von außen. Oder egal, also Sie sind gleich dran, Frau Wichmann-Kiewicz. Ja, möchte zunächst nochmal in Sachen Filter das also unterstützen, da werden nämlich auch gerne Nebelkerzen geworfen, weil Filter werden dort eingebaut, wo ich eh schon geschlossenen Stall habe. Und dass das mit der Tierhaltung dort vielleicht unethisch ist, ist eine veritable Diskussion, die man führen muss. Nur der Filter verschlimmert das Ganze nicht. Der Filter führt nur dazu, dass wir nicht nochmal anders Probleme haben. Und wie gesagt, das ist so eine Nebelkerze, die häufig geworfen wird. Und es handelt sich an dieser Stelle, auch das hatten Sie schon gesagt, es handelt sich um große Unternehmen, es handelt sich um Wirtschaftsunternehmen. Das geht es wirklich darum, dass es erst ab einer gewissen Tierzahl gilt. Wir gehen nicht an den kleinen Landwirt heran, wenn so ein Filtererlass kommt. Dann vielleicht noch ein Aspekt zu dem, was hier an Maßnahmen, Einarbeitung von Gülle, Gewässerrandstreifen gesagt wurde, kann ich alles nur unterstützen, möchte aber einen wesentlichen Aspekt ergänzen, nämlich dass wir ein strukturelles Problem haben. Wir unterstützen in verschiedenen Regionen die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen, nämlich Viehhaltungen in industrieller Größenordnung, die dazu führen, dass Gülle entsteht, die wir nicht brauchen und die wir in unserem Ökosystem nicht unterbringen können, was dann zu den schon genannten Schäden und Belastungen führt. Und das ist eine Entscheidung an ganz anderer Stelle, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen. Und so gut die genannten Maßnahmen sind, sie sind eigentlich nur Reparatur, eigentlich muss man die Struktur haben. Ja, Sie haben das gerade angesprochen, dass möglicherweise große neue Anlagen gebaut werden. Aber ich glaube gar nicht, wenn man sich mal die Zahl der Anlagen, die ganz neu auf grüner Wiese entstehen, anschaut, dann kann man die an einer Hand in Deutschland abzählen. Das eigentliche Problem sind genau die Betriebe, die Sie gesagt haben, die unter der Grenze dieser Bestandesgrößen sind, für die man Filteranlagen vorschreiben kann. Weil wenn man das dann tun würde, wäre deren Wirtschaftlichkeit aufgrund der geringen Tierzahlen nicht mehr gegeben. Also die vielen bäuerlichen Betriebe, die auch 1.000 oder 2.000 Mastschweine erhalten und die typisch sind für die nordwestdeutsche Region, die kriegt man mit den Filteranlagen nicht allein, sondern nur die großen Betriebe, da haben Sie es hier in Thüringen ein wenig einfacher. Das kann man so und so sehen. Ja, Sie haben aber den Filter anders umsetzen können. Das wäre im westlichen Niedersachsen nicht möglich derzeit aufgrund der Strukturen. Dennoch, es gibt die Probleme und wir müssen sie lösen. Ein Punkt, den wir sehen, das gilt auch für den Ackerbau jetzt, für den Umgang mit den organischen Düngern, ist, dass die Betriebsleiter selbst sehr viel
mehr zur Verminderung von Stickstoffverbindungen, die jetzt vor allem in die Luft gehen, Nitrat will ich jetzt mal außen vorlassen, beitragen können. Also ein gutes Management der Nährstoffe würde noch erhebliche Potenziale heben können. Das ist das eine. Und da sind wir auch mit Förderprojekten dabei, das zu tun. Der andere Punkt ist, über den wir nachdenken müssen, Filteranlagen sind End-of-Pipe-Lösungen. Wir haben ein Problem, das lösen wir durch einen Filter. Das hatten wir in der Industrie auch und haben das auch noch. Das ist auch alles gut und richtig. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben, sondern die Überlegung ist, wie kann man denn von Anfang an die Bildung, wir reden über Ammoniak in allererster Linie und Feinstaub natürlich auch, aber wie kann man die Bildung von Ammoniak von Anfang an unterbinden? Also wie sieht der Stall der Zukunft aus, der einerseits tiergerecht ist, andererseits aber nicht zu diesen Umweltproblemen führt? Und wir haben gestern ja gehört, Herr Straub, es gibt Zielkonflikte zwischen Tierwohl und Umwelt. Leider läuft das nicht in eine Richtung. Und das wird die Aufgabe sein, langfristig hier zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Wir haben derzeit, das ist gestern auch kurz angesprochen worden, ein laufendes Förderprojekt, wo genau diese Stelle der Zukunft konzipiert werden. Und unser Bestreben ist es jetzt möglichst schnell, schon hoffentlich im nächsten Jahr, mal derartige Versuchsstelle zu bauen, die Erfahrungen zu sammeln, die notwendig sind, um eine solche Technologie zu entwickeln, damit man sie dann, damit die Stallbauer sie dann auch den Landwirten anbieten können. Und was noch wichtiger dabei ist, solche Ställe würden in keines der üblichen Genehmigungsraster passen. Die sind heute gar nicht genehmigungsfähig, weil die Genehmigungsbehörden sagen würden, ja, also was ihr da habt, das steht nicht in meinen Tabellen und in meinen Vorschriften. Also es hilft nicht nur, Technologie zu entwickeln, wir müssen auch gleichzeitig die Genehmigungsverfahren dafür oder für die Genehmigungsverfahren die passenden Unterlagen bereitstellen, damit die Landkreise dann auch neue Ställe, die diesen zukünftigen Anforderungen gerecht werden, genehmigen können. Heute sagt mir ein Landwirt, ja, was hilft mir der Stall der Zukunft, wenn ich ihn nicht genehmigt bekomme? Und das ist ein Dilemma, denke ich, da muss man gemeinsam Forschung, Wissenschaft und Politik und Praxis, gemeinsam müssen dort an einen Strang ziehen. Das ist eine beliebig schwere Aufgabe, aber man muss sie anfangen, man muss damit beginnen. Weil der Stall der Zukunft, das ist ja sozusagen ein langfristiges Ziel, an dem gearbeitet wird. Kurzfristig würden Sie da befürworten, dass es eigentlich auf Bundesebene oder zumindest für alle Länder die gleiche Pflicht auch gäbe, für die Lüftungsanlagen beispielsweise und vielleicht sogar für die kleineren Betriebe, oder ist die Wirtschaftlichkeit dann einfach nicht mehr gegeben? Also bei den kleinen Betrieben wird die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben sein, das ist einfach so. Man würde den Strukturwandel sehr stark beschleunigen und am Ende hat man dann wirklich nur noch ein paar hundert vierhaltende Betriebe, das wollen wir nicht. Also ich denke, da sollte man wirklich etwas langfristiger schauen. Wenn ein neuer Stall gebaut wird, dann auch nach den neuesten Kriterien. Das Nachrüsten ist eine Reparaturlösung, das muss man ganz klar sehen. Wir müssen umdenken. Wichtig ist, auch den Landwirten dann Perspektiven zu geben. Die neue Düngeverordnung greift zu kurz. Das wissen wir alle. Das schadet auch eigentlich den Landwirten, weil irgendwann kommt jetzt der nächste Schub und dann haben bauliche Maßnahmen möglicherweise stattgefunden, die dann schon wieder überholt sind und dann muss man nochmal wieder ran und dann kostet es das doppelte Geld. Also wenn man schon weiß, wo die Zielgrößen liegen, dann sollte man auch darauf abzielen, man kann dann ja längere Übergangsfristen machen. Das Nachlegen von Grenzwerten, wenn man das eine erreicht hat, okay, jetzt können wir noch einen draufsetzen, das kostet in der Regel volkswirtschaftliches Vermögen. Also da sollte man langfristiger denken und planen. Wenn ich vielleicht noch was zur Entwicklung sagen könnte, also die neuen Ställe, die großen mit den fünfstelligen Tierzahlen kann man nicht an einer Hand abzählen.
zählen, leider. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat einen extremen Zuwachs, ohne Filtererlass im Land zu haben. Man sieht es, wenn man Satellitendaten vergleicht, bezüglich der Ammoniak-Konzentration, sieht man einfach, dass sich flächig dort ganz wesentlich in den letzten 5 Jahren was erhöht hat. Das ist erschreckend. Insofern ist es höchste Zeit zu handeln, aber eben der Filtererlass, der jetzt am Ende eben stattfindet, den kann der Bund nicht ohne Zustimmung der Länder verfügen. Und wir kriegen leider in der Umweltministerkonferenz keine Mehrheit dafür. Es sind einige Länder, die dies befürworten, aber zu viele, die dagegen sind. Aber nur mal den Vergleich nochmal zu haben. Wir haben in Mecklenburg eine Viehdichte von 0,3 GV pro Hektar. In Niedersachsen von über 2. Also da spielen wir in einer anderen Liga. Da. 0,3, ist ja kein Maß. Das ist nicht das Maß. Nein, aber das Maß der Dinge wäre zum Beispiel, wenn die Menge der Nährstoffe, die dort produziert wird, und ob diese Nährstoffe im Land gebraucht werden. Und da ist es so, wenn man das rechnet, dann hat Mecklenburg auf jeden Fall noch einen Zufuhrbedarf. Das, was Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nicht mehr haben. Also das wäre für die Zukunft betrachtet, denke ich mal, ein Maß. Wenn man über Stickstoff redet, dann braucht man Gesamtmengen, die im Kreislauf sind, und Gesamtmengen, die maximal emittiert werden dürfen. Und da sollte man, ich wiederhole mich, langfristig auch strenge Ziele setzen, die man dann mit neuen Technologien auch erreichen kann. Herr Dr. Straub, ich würde gerne noch einmal auf Ihren Workshop zurückkommen und den Lösungsansatz, wir müssen bei den Menschen anfangen und bei Verhaltensänderungen und natürlich das große Stichwort Massentierhaltung. Zu welchen Ergebnissen sind Sie da gekommen, was man möglicherweise tun kann, wo man ansetzen müsste? Ja, wir hatten ja jetzt zum einen über die technischen Aspekte sehr stark geredet, die sind natürlich konkreter. Und ich meine, Fibik hat es gerade angesprochen, im Prinzip ist es ein Strukturproblem. Zum einen die Konzentration irgendwie im Land, in verschiedenen Teilen des Landes, die sich natürlich auch aufgrund von Entwicklungsbedingungen ergeben, die da geschaffen worden sind. Da muss man sich natürlich fragen, sind die Entwicklungsbedingungen, die da geschaffen worden sind, für so auf Konzentrationen, so großbetrieblichen Tierhaltungen irgendwie einfach so gewollt gewesen? Vielleicht ja, da muss man aber da dagegen steuern. Also was Fördermechanismen angeht, denke ich, wäre ein erster Einstieg. Und dann ging die Diskussion bei uns im Workshop dann noch da deutlich drüber hinaus, nämlich in Richtung der Fragestellung, muss man nicht generell umdenken, der Fleischkonsum ist enorm hoch, der Fleischexport ist enorm hoch. Das sind zwei Größen, die man gesellschaftlich diskutieren kann, ob die so sein müssen. Und inwieweit man da nicht letzten Endes an die wirkliche Ursache des ganzen Problems rangehen kann. Ne, wobei da in dem Zusammenhang auch immer wieder die Verschiebungsprobleme dann der Landwirtschaft selber sozusagen mit beachtet werden muss. Also dann wandert Landwirtschaft unter Umständen aus und man kann das Problem exportieren. Das ist dann auch nicht das, was man unter Umständen dann will. Aber ich denke, diese zwei Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, diese Stichworte, die wären einer Diskussion würdig. Da muss ich nur sagen, da komme ich selber nicht weiter, weil ich mich da zu wenig mit befasst habe. Wir hatten dann gestern Abend noch mehr psychologische Aspekte, auch jetzt einer Betrachtung, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Nur so als zum Thema Verhaltensänderung. Zum Thema Verhaltensänderung. Ich kann gleich nochmal drüber sprechen. Aber Sie sagen ja zu Recht, selbst wenn man es hinbekommen würde, dass in Deutschland die Menschen weniger Fleisch konsumieren, dann wird vielleicht einfach mehr Fleisch exportiert. Darüber haben Sie, glaube ich, auch gesprochen. Ja, das war angesprochen, soweit. Allerdings haben wir da. Also sind wir jetzt, ich weiß nicht, sonst muss ich die Arbeitsgruppe melden. Ich will nichts unterschlagen. Aber im Grunde können wir zusammenfassen und festhalten, das sind Ihre beiden Lösungsansätze, die Sie eben auch besprochen haben. Zum einen technische, die wir jetzt relativ ausführlich auch besprochen haben, und zum anderen natürlich Verhaltensänderung, also wie viel Fleisch sollte man essen und darf man essen und ob überhaupt sozusagen. Genau. Gut, herzlichen Dank. Danke, dass Sie hier waren. Platz frei zu machen für Felix Gruber. Ich glaube, es hat sich niemand anders jetzt mehr bereit erklärt. Herzlich willkommen. In Ihrem Workshop ging es um urbane Räume. Wir haben ja auch von Ihnen schon einiges zu gehört, deswegen können wir da auch gleich nochmal wunderbar anknüpfen. Ja, ich denke, Verkehr ist so, hat sich nach wie vor als größtes Thema herausgestellt, als größte Schwierigkeit. Oder sehe ich das falsch? Ich war nicht von Anfang an da.
Doch, natürlich. Verkehr war das zentrale Thema und dort nochmal eigentlich fokussierte der Diesel und da wiederum das InnoX, sozusagen die aktuelle Diskussion, die uns da in den Städten treibt. Das wurde gerade von Herrn Welge nochmal gesagt. Von vorgestern hatte auch Herr Erdmenger das ja nochmal als der zuständige Abteilungsleiter aus dem Umweltministerium in Stuttgart auch nochmal ganz eindrücklich beschrieben, in welchem Spannungsfeld da auch wirklich die aktuellen Diskussionen laufen. Das war der eine Punkt. Das ist sozusagen die aktuelle gesetzliche Vorgabe. Wir haben dort ein objektives Problem und dort müssen letztendlich möglichst bald diese Grenzwerte eingehalten werden. Und da ist in der Diskussion, auch durch die Vorträge, die wir dort gehalten haben, eigentlich klar geworden, dass man das grundsätzlich lösen kann. Es ist also kein Wissensproblem. Die Technik an solche ist vorhanden. Es gibt auch die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, blaue Pakete. Was ich ganz spannend fand, war, dass man die auch in unterschiedlicher Ausgestaltung vielleicht sich vorstellen könnte. Also einmal als zulassungsblaue Pakete oder eben auch als real emissionsblaue Pakete, weil, so hatten einige aus dem Workshop gesagt, ja, Euro 4 Fahrzeuge im Zweifel im Realbetrieb gar nicht schlechter sind als Euro 5, die wir jetzt mit viel Software oder wenig Software und kaum technischer Komponente nachrüsten zu Euro 6. Also, dass man das real am Fahrzeug messen sollte und darüber machen kann. Das war sozusagen so ein Punkt. Also, die Technik ist vorhanden, die ordnungsrechtliche Rahmen auch und die Schwierigkeit in der Umsetzung hatten Sie nochmal beschrieben, ist uns allen klar. Das ist, glaube ich, jetzt ein Prozess, der laufen muss. Was eigentlich in der Diskussion mehr Raum eingenommen hat, das sind die langfristigen Fragen, die sozusagen damit in Verbindung stehen. Also, wie verknüpfen wir eigentlich oder welches Verständnis haben wir von Mobilität im urbanen Raum? Wie schaffen wir es eigentlich, dass Arbeit, Wohnen, Leben wieder zusammengeführt werden, dass wir sozusagen den Verkehr reduzieren, nicht die Mobilität, aber den Verkehr reduzieren. Und da sind dann also muntere Diskussionen entstanden, die wir dann versucht haben, am Schluss in einer Matrix unterzubringen mit überschaubarem Erfolg. Wir wollten es zuerst irgendwie linear darstellen, das war ganz schnell gescheitert, dann haben wir horizontale Ebene eingeführt, wo wir gesagt haben, Digitalisierung ist ganz sicherlich ein Faktor, der alles, was wir in diesem Bereich künftig machen werden, einen ganz wichtigen Einfluss haben wird. Der Faktor Mensch an und für sich ist ein ganz wichtiger Faktor in jeglicher Hinsicht. Also es war klar, dass die Politik alleine das nicht kann. Das soll aber nicht als Entschuldigung für sozusagen kein Handeln missverstanden werden. Aber es wurde deutlich, dass wenn man von der Politik als Stakeholder spricht, im Prinzip auch die monolithische Assoziation damit gar nicht richtig ist. Auf Bundesebene gibt es unterschiedliche Ressorts, die sich beileibe nicht einig sind. Dann haben wir darunter die Landesebene, die das sozusagen nochmal widerspiegelt. Und dann haben wir noch die kommunale Ebene, sodass wir dann eigentlich ein multidimensionales Interessengeflecht haben, was sozusagen aus der jeweiligen Perspektive heraus immer nachvollziehbar ist, aber was die Sache als solches nicht leichter macht. Dann haben wir darüber gesprochen, dass eben die Politik ein Stakeholder ist. Sie kann das sozusagen mitgestalten, aber der Mensch, Faktor Mensch, hatte ich vorhin gesagt, ist ein ganz wichtiger. Wie kriegen wir also auch die Menschen dazu, in ihrem tagtäglichen Verhalten sich dort auf den Weg zu machen? Ich habe mir einen Begriff gemerkt, der hat mich sehr beeindruckt von dem Kollegen von DIFU, der sprach von einer automotiven DNA, die wir als möglicherweise deutsche oder mitteleuropäische Gesellschaft in uns tragen, die also eigentlich so mit der Nachkriegsgeneration, der Entwicklung der Städte auch zu autofreundlichen Städten verbunden ist. Und jeder weiß, Mutation im DNA-Bereich, das dauert eine Weile, man weiß nicht, aus positiv oder negativ, also letztendlich Langfristigkeit. Also das muss man ganz deutlich sagen, das ist eigentlich auch nochmal ein Punkt. Wir sind eine demokratische, Gott sei Dank demokratische Gesellschaft, die auf Diskurs setzt, auf Diskussion setzt, die auf Akzeptanz setzt. Und da ist in der Regel, wenn es um so etwas geht, es immer schwierig, mit ganz vielen großen Schritten schnell etwas zu erreichen. Also es war sozusagen die etwas ernüchternde, aber letztendlich, glaube ich, realistische Einschätzung zu sagen, ja, wir müssen das mit kleinen Schritten beharrlich entwickeln. Wir müssen das aktuelle Problem lösen, so schnell wie möglich. Und das andere, durch gute Beispiele, wir hatten so ein bisschen an den Begriff, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie ich das, Geschichten des guten Gelingens, das war so etwas, wo wir länger darüber diskutiert haben, was das eigentlich heißt, recht, ja, was heißt denn das, und haben das dann durch zwei Adjektive bzw. ja, Eigenschaften nochmal ergänzt. Wir haben gesagt, es muss dann eigentlich in diesen Geschichten des guten Gelingens deutlich werden,
dass der Nutzen für den einen oder anderen, oder nicht nur für den einen, für den Nutzen, er sich von diesen guten Geschichten des Gelingens überzeugen lässt, dass der Nutzen erkennbar ist. Und es sollte, das unterstützt das, etwas mit einem Art Coolness-Faktor oder mit einem Art Status oder mit einem Prestige oder so etwas verbunden sein, dass man sozusagen gegenüber dem sozialen Umfeld, dem Peer-Group sagen kann, bei uns hat das geklappt und wir machen das. Vielleicht kann ich an der Stelle einmal auf den Sigismund befragen, weil das ist der erste Sie sehen also ein geeignetes Beispiel. Weil Sie haben es ja vorhin erzählt mit den Losen. Und das, finde ich, ist so eine Geschichte im Grunde des guten Gelingens, weil man muss den Menschen ja die Möglichkeit geben, eben auch Erfahrungen damit zu machen, mit dem, was sie vielleicht einfach noch nicht kennen und das dann auch als positiv zu empfinden. Jetzt haben Sie aber gleichzeitig gesagt, dass das natürlich gar nicht so leicht war, die Autohäuser zu überzeugen etc. Also da steckt ja auch ein enormer personeller Aufwand dahinter. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, dass im Grunde natürlich, selbst wenn es eine Strategie gäbe auf Bundesebene, dass man die natürlich durchdekliniert, das wirklich personellen Aufwand bedeutet. Wie schaffen Sie das in Thüringen, dass Sie da sich Freiräume für schaffen? Und das würde mich dann auch gleich nochmal von Herrn Berge interessieren, wie Sie die Lage da sehen in Bezug auf den personellen Aufwand. Also das, danke für die Frage, das ist eine schöne Frage. Das, was so abstrakt immer mit Verkehrswende als Schlagwort betitelt wird, funktioniert nur dann, denke ich, wenn man gerade kommunal gute Geschichten zum Laufen bringt, die sich weiter erzählen. An sich, wenn es immer heißt, die Politik, ich hadere da immer so ein bisschen, wenn sie alle irgendwie in einen Sack stecken, das meinen sie mit Sicherheit nicht, aber es hört sich so kurz an. Also ich glaube, man muss einfach gucken, was ist lebensweltlich möglich, wie habe ich einen gewissen Faktor, der die Leute auch an ein attraktives Angebot heranführt. Und nur deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt diese Pendlerinitiative machen. Gerade beim Thema Elektromobilität ist es doch so. Also wenn man sich mal anguckt, 1909. Hat mal die damals noch nicht genannte Deutsche Bahn, sondern hieß anders, gesagt, so, jetzt geht's an die Elektrifizierung. 1909. Bis heute sind gerade mal 60% des Schienennetzes in der Bundesrepublik elektrifiziert. 60%. In der Schweiz übrigens 100. Und interessanterweise hat man in Schweiz ein super attraktives Schienenangebot. Jedes kleine Kleckerdorf hat dort einen Bahnsteig. So. Also es ist durchaus so, dass man sieht, wie viel langen Atem wir auch brauchen, gerade bei dieser Elektromobilitätsdebatte, um da auch voranzukommen. Die Mitte-Deutschland-Verbindung beispielsweise, die Erfurt, Weimar und Jena miteinander verbinden würde, die ist bis heute nicht elektrifiziert. Normalerweise wäre das erste Sinnvolle in diesem Land, dass man entlang der sogenannten A4-Linie, das ist die Autobahn, die einmal von Altenburg nach Eisenach führt, wo der meiste Verkehr einfach stattfindet, dass man die Mitte-Deutschland-Bahn elektrifiziert, ausbaut, einen S-Bahn-Takt ermöglicht, zweigleisig, ob Sie es glauben oder nicht, auch das ist noch nicht gegeben, und mit diesem S-Bahn-Takt den Verkehr von der Straße holt und die Leute mit den Zügen fahren lässt. So. Und das wünschte ich mir, dass wir das hinkriegen, und es steht auch wohl irgendwann mal im vordringlichen Bedarf, aber meine Haltung zum Bundesverkehrswegeplan habe ich ja vorhin schon dargelegt. Was man braucht, das haben Sie zu Recht angesprochen, sind Partner. Was machen wir? Wir gehen auf die Suche nach Partnern. Und ich nenne Ihnen jetzt mal drei Beispiele. Bei dieser Pendlerinitiative, das machen wir zusammen mit dem größten kommunalen Energieversorger, der TEAG, wo die Gemeinden alle sozusagen auch eine Rolle mitspielen, und der TEGAR, das ist die Thüringer Landesenergieagentur. Und die wiederum haben Kontakt aufgenommen zu Autohäusern, die in irgendeiner Form schon mal gesagt haben, Elektromobilität könnte was Spannendes sein. Es gab eine große Anfrage an alle Autohäuser. Insgesamt haben, glaube ich, jetzt 35 mitgemacht, was erstmal ein Anfang ist, so sage ich mal. Wenn man es aber auch weiß, dass in Thüringen im Augenblick gerade mal 500 Elektroautos zugelassen sind, war klar, dass gar nicht mehr erstmal zusammenkommen konnten. Ich betrachte es aber trotzdem als Erfolg, wo wir stehen. Das heißt, hier haben wir Partner. Und die große Nachfrage zeigt mir ja, dass die Partner in der Win-Win-Situation noch was zurückbekommen werden, weil da steht auf einmal vielleicht ein potenzieller Neukunde vor ihnen, der vielleicht sagt nach den zwei Tagen, das war ja interessant, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So. Zweites Beispiel für Partner, ganz andere Geschichte. Ich wohne in Jena, das ist von der Topografie her so ähnlich wie Stuttgart. Meine Nahverkehrsbetriebe versuche ich seit einem Jahr zu überreden, endlich auf Elektrobusse umzustellen. Es gibt sogar
entsprechendes Förderprogramm, was die EU hoffentlich endlich nach 2 zähen Jahren auch jetzt notifiziert. Das Problem dieser Stadt, die Topografie ist so wie in Stuttgart eben auch, sie kommt halt ständig bergauf, bergab. Und die Frage ist, wie kriegen wir hier eine verlässliche Technologie hin? Und da habe ich beispielsweise gemeinsam mit Winnie Herrmann in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin ein Fachgespräch gemacht, wo man aus Baden-Württemberg heraus, aus Städten heraus Beispiele benannt hat, wo es wie geht. Das heißt, sie müssen die Partner zusammenführen und dann auch den Nahverkehrsbetrieben hier vor Ort kommunal sagen, Leute, fahrt dahin, schaut es euch an, oder die wirklich zueinander führen und schon läuft es. Und ein drittes, ein ganz kleines, ein ganz anderes Beispiel, es gibt in Jena eine wunderbare, bei einem fruchtbaren Boden entlang der Saale, eine wunderbare Urban Gardening-Initiative, die gerade, wenn jetzt im Sommer so auf diesem fruchtbaren Boden und die Niederschlagssituationen zueinander kommen, ohne Ende Gemüse und Obst generiert. Und diese Urban Gardening-Initiative hat natürlich jetzt keine Lust, die Mega-Zorini-Flut mit dem Stinkediesel, in Anführungsstrichen, auf den Marktplatz nach Jena zu bringen. Also was machen wir? Wir haben gesagt, lass uns doch überlegen, wie er das den Öko-Kreislauf auch schließt, und haben jetzt eine kommunale Klimaschutzrichtlinie auf den Weg gebracht, wo man sich unter anderem Elektrolastenräder fördern lassen kann. Und dann so, das ist so ein ganz kleines Beispiel, wo man aber sieht, wir überlegen, wie kann man sozusagen auf die Bedürfnisse, die die Leute haben, auch eingehen und kann das miteinander verbinden. Und was ich dann eben, wie Sie sagten, rumspricht im allerbesten Fall. Genau, und wie kann man dem Ganzen auch einen Coolness-Faktor geben. So. Genau. Und das muss man immer wieder, das sind jetzt nur 3 kleine Beispiele, immer wieder aus dem Leben heraus auch entwickeln. Und dann, manche Prozesse sind unheimlich zäh, aber einfach schauen, dass man auch die nötige Flexibilität hat. Aber Herr Weil, es kostet alles Geld, weil es geht ja um mehr Personal, das sich darum kümmern muss. Sie haben vorhin schon gesagt in Ihrem Vortrag, das ist eigentlich, was uns da jetzt zugesagt wurde von Frau Merkel, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also, wie gehen wir das an, wenn wir dann mehr Personal brauchen, aus Ihrer Sicht? Ja, ich meine, nicht nur mehr Personal, wir brauchen ja mehr Infrastruktur auch. Wir haben schon durch das Thema Elektrifizierung angesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Ich weise darauf hin, dass immer dann, wenn Infrastrukturvorhaben in Angriff genommen werden, der Widerstand unglaublich hoch ist in der Bevölkerung. Ich muss daran denken, als er sagt, die Neubaustrecke zwischen, also ehemals Neubaustrecke zwischen Köln und Frankfurt, diese ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo man fantastisch heute von Köln nach Frankfurt in einer Stunde um 10 Minuten fährt, die Planung hat über 20 Jahre gedauert. Und sie ist extrem, nicht weil die Planung so langsam war, sondern deshalb, weil die Planung ständig aufgehalten worden ist durch alle möglichen Klagen. Ich habe das Thema Klage schon mal angesprochen. Da ist auch eine Menge St. Florian dabei. Wir sagen also, ich möchte gerne eine schnelle Verbindung haben, aber möglichst nicht mal wieder vor der Haustür. Ich möchte gerne von A nach B kommen, aber bei mir soll keiner vor der Haustür herumfahren. Da muss man sich auch mal Gedanken machen, Stichwort Verhaltensänderung, vielleicht mal so ein bisschen umdenken, sinnvoll wird. Ich möchte, wenn ich das ganz kurz sage, versuche es mal in wenigen Sätzen, ganz kurz zum Thema NO2 nochmal sagen. Was wir ganz kurz, was wir brauchen, ist erstens die Nachrüstung, habe ich vorhin schon gesagt, und Abwehr. Zweitens, und das ist mir ganz wichtig, das Thema Euro 6 Busse im Straßenverkehr. Die Euro 6 Busse im Straßenverkehr stoßen 98,5% weniger NO2 aus als die anderen Busse. Das heißt, Euro 6 klappt beim Thema Busse. Und insofern dringen wir massiv in Berlin, auch in den Expertengruppen, die jetzt verhandeln, nach dem Dieselgipfel oder den zweiten Dieselgipfel vorbereiten, dringen wir massiv darauf, dass die Bundesregierung hier ein wirklich veritables Nachhaltigkeitsprogramm auflegt und wir dann für unsere kommunalen Unternehmen das entsprechende Geld bekommen. Dann ist das kurzfristige. Langfristig brauchen wir im Grunde genommen das, und das will ich nicht arrogant sein, aber da war ich noch gar nicht am Städtetag, aber ein Kollege von mir hat im Jahr 1989 ein sogenanntes 10-Punkte-Programm zur Verbesserung des Stadtverkehrs aufgeschrieben. Da steht drin die Stadt der kurzen Wege, sondern steht drin ein massiver Ausbau für den Fahrradverkehr. Da steht drin dann unter anderem auch Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und insgesamt. Das ist vom Präsidium des Deutschen Städtetages so beschlossen worden. Und ich würde sagen, Stichwort gute Beispiele, es wird auch in vielen großen Städten inzwischen umgesetzt. Nehmen wir mal Berlin. Es gibt keine Stadt in der Bundesrepublik Deutschland, wo es einen so geringen Zulassungsgrad von PKWs gibt. Das hängt nicht nur mit wirtschaftlichen Gründen zusammen, vielleicht auch ein bisschen, aber wenn Sie sich Wiesbaden angucken, dagegen, die liegen bei, ich glaube, pro 1000 Einwohner liegen die bei fast 700 Pkw. In Berlin sind es, schlagen wir die Tote, bei so 350 bis 400 oder so. Großer Unterschied, aber ein fantastisches Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Egal wo Sie sind, Sie können jederzeit in die S-Bahn steigen, Sie brauchen keinen Fahrplan.
Das ist wunderbar und so etwas in der Art erhoffen wir uns für viele Städte. Aber dafür brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld, um das richtig realisieren zu können. Und dafür wäre eine neue Bundesregierung, egal welcher Couleur sie ist, das wäre ein fantastisches Konjunkturprogramm. Das stärkt die deutsche Wirtschaft. Das ist, auf der anderen Seite kommen wieder massenhaft Steuereinnahmen rein. Und es ist ein wunderbares Zeichen für die Umwelt. Also da was zu tun. Und also wir werden es versuchen zumindest. Wir haben es auch so beschlossen gestern im Präsidium mit unseren Forderungen an die neue Bundesregierung. Hier muss mal ernst gemacht werden mit der Verkehrswende. Und wenn das geschieht, glaube ich, haben wir einen Gewinn für alle. Und jetzt nur noch das Thema. Herr Welke, mir brennt jetzt schon seit Ihrem Impulsvortrag eine Frage unter den Nägeln. Und zwar, warum wollen Sie das Geld, das sicherlich bitter nötig ist, von Frau Merkel, um das, was die Autoindustrie verbockt hat, wieder gut zu machen? Das sind Gelder, die wahrscheinlich aus dem Umweltressort kommen. Wir fürchten, dass wir im Umwelt- und Energiebereich diese Mittel für andere Dinge dann nicht mehr einsetzen können, ja? Diese halbe Milliarde. Und es ist ja eigentlich immer noch zu wenig. Müsste sich da nicht der Städtetag mit Frau Merkel mal Richtung der Verursacher wenden, um Geld herauszuholen? Ja, kann ich direkt beantworten die Frage. Also erstens wollen wir das Geld nicht von Frau Merkel, sondern vom Bund insgesamt. Das heißt, das läuft gar nicht aus dem Umweltressort. Nein, überhaupt nicht. Das läuft aus dem Verkehrsressort. Also natürlich, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Also wir wollen es gar nicht weder von Frau Hendricks oder Frau Merkel oder wer auch immer das ab Oktober oder so macht. Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen es aus dem Verkehrsressort. Und wir wollen im Prinzip das, was uns seit 1970 im Grunde genommen gegeben worden ist und mit der Föderalismusreform 2 genommen worden ist. Und diese Entflechtungsmittel sind ja zurückgegangen an die Länder und die können relativ frei verfügen darüber. Und das fehlt für die Investitionen im kommunalen ÖPNV und das fordern wir seit Jahren ein, hier hinzubekommen. Und wenn das geschieht, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Wege. Was die Föderalismusreform muss ich ja nicht machen. Nein, aber was die Automobilindustrie betrifft, vielleicht einer dazu, wenn wir sagen, wir wollen die Hardware-Nachrüstung, dann wollen wir ja Geld von denen. Für die Bürgerinnen und Bürger, nicht für uns. Weil wir sagen natürlich, es kann nicht angehen, dass derjenige, der sich ein Auto kauft, 30.000, 40.000 Euro, nochmal 1.500 Euro für die Nachrüstung drauflegt, sondern das muss gefälligst die Automobilindustrie dann selber machen. Wir sind ja eigentlich ganz glücklich mit dem Workshop Urbane Räume. Ich glaube, wir sollten nochmal auf Digitalisierung zum einen eingehen und dann auch hinten raus definitiv auf das Thema Verhaltensänderung, was sich natürlich im Grunde auf alle Workshops auch bezieht. Digitalisierung, was wurde dazu gesprochen? Das ist ja im Grunde die Grundlage letztendlich auch dafür, dass wir Mobilität neu denken. Ja, also da wurde in einem Workshop eigentlich ganz klar gesagt, dass die Digitalisierung in erster Linie mal große Chancen bietet, in dem Sinn, dass ich eben einfach durch gute Angebote per App und sonst etwas dem ÖPNV die Verträglichkeit unter den verschiedenen Verkehrsträgern, dass man das einfach optimieren kann, dass Angebote gemacht werden, die es den Nutzern einfacher machen, eben das private Auto stehen zu lassen. So, das ist, sagen wir mal, glaube ich, durch viele Sachen und in vielen Kommunen wird das auch schon gemacht, aber da war die Diskussion, dass sich eben durch die fortschreitende Digitalisierung und die zusätzlichen Angebote viele Sachen, von denen wir uns vielleicht heute auch gar nicht ganz konkret vorstellen können, was da in 5 von den 10 Jahren technisch möglich ist oder was dort funktioniert. Das wurde dann auch ein bisschen in den Kontext eben der Frage gestellt, Datensicherheit, je mehr man sozusagen sich auf solche Systeme verlässt, desto wichtiger ist es auch, dass man Resilienzen mit berücksichtigt, das heißt also Stabilität oder sagen wir mal die Widerstandsfähigkeit solcher Systeme gegen aktive oder passive Störungen, sei es nun Hackerangriffe oder sonst etwas. Also je mehr wir uns in der Steuerung auf so etwas verlassen, muss das resilient sein. Das war sozusagen so eine klare Forderung. Und auch in den anderen Bereichen von der Digitalisierung sind natürlich viele Faktoren im gesamten Mobilitätsbereich vorstellbar. Wir haben das jetzt sozusagen nicht in einzelnen technischen, weil da glaube ich auch nicht die Expertise in dem Sinn vorhanden war, dass wir jetzt konkrete Apps dort vorschlagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Digitalisierung wie in vielen anderen Bereichen auch ein ganz großer Treiber auf diesem Bereich sein wird, sein kann, mit den Einschränkungen, die ich gerade genannt habe, das war eigentlich zentraler Punkt in der Diskussion, den wir so aufgenommen haben. Gestern hat ein Gast vom BMW gesagt, Frau Siegesmund,
dass letztendlich zum einen Verkehrspolitik neu definiert werden muss und dass natürlich durch die Digitalisierung jedes Unternehmen letztendlich in die Lage versetzt wird, auch ja, Autos zu bauen oder andere Gefährte sozusagen. Das ist ja ein bisschen das, was Sie auch wiedergeben natürlich von der IAA, dass Sie sich auch Sorgen machen um die deutsche Automobilindustrie, dass Sie da irgendwie so beharren sozusagen. Und dass beispielsweise DHL jetzt E-Scooter baut und nicht irgendein deutscher Automobilhersteller. Was glauben Sie, wie gefährlich kann das werden? Das ist eine echt schwierige Frage. Also ich glaube, es geht darum, dass der Weckruf endlich auch ankommt. Und gerade bei unseren Zulieferern, die im Augenblick volle Auftragsbücher haben, weil die großen OEMs so viel wie möglich konventionelle Produktion auf die nächste Ebene verlagern und damit auslagern, um im Zweifel ganz schnell reagieren zu können. Das macht es natürlich umso schwerer, da im Augenblick miteinander auch zu erkennen, dass jetzt der Zeit des Wandels auch beginnt. Ich glaube, worum es gehen muss, ist, dass wir, wenn Sie sich an die Blutspur bei der Photovoltaik erinnern, dass wir sehr genau schauen, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, ich will das auch nicht, aber was man unterstützend leisten kann, die Wirtschaft muss an der Stelle schon auch selber schauen, was sie sich vornimmt. Aber ich sage nochmal, also die größte Glaubwürdigkeitskrise hat sich die Automobilindustrie in der Bundesrepublik auch bitte schön selber zuzuschreiben. Die ist sozusagen handmade in Germany und da gibt es einen Ruf zu verlieren. Und wenn man diesen Ruf nicht verlieren möchte, dann muss man auch ehrlich damit umgehen. Und ich halte, sag das so offen, diesen Software-Kram an dieser Stelle für Augenwischerei. Und gerade wenn wir über Industrie 4.0 reden und über die Frage autonomes Fahren, all diese Prozesse, die jetzt kommen werden, dann kann man auch den Leuten kein X für ein U vormachen. Da hilft nur Ehrlichkeit, da hilft sich nicht vom amerikanischen Markt treiben zu lassen, übrigens auch nicht vom chinesischen, sondern da hilft, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht und Konzepte entwickelt. Und beim Thema Photovoltaik sehen Sie ja auch, wie leicht das gehen kann. Um ein Photovoltaikmodul herzustellen, haben Sie 7 Produktionsschritte. Das kann doch jeder sich ja in einer Hand abzählen, dass 7 Produktionsschritte in irgendeiner Form in einem anderen Land genauso nachzumachen wahnsinnig schnell geht. Das heißt, wenn Sie sich den chinesischen Automobilmarkt anschauen und die Situation, die ich auch am Anfang versucht habe zu erläutern, die haben ja auch einen Handlungsdruck in den Städten, dann werden die natürlich auch einen Teufel tun und lange darauf warten, dass die Europäer ihnen ein fertiges Modell hinstellen, sondern die sind längst dran. Und die sind so weit. Und deswegen muss es jetzt darum gehen, da zu handeln. Und ich habe, als ich mir die Presselage heute angeschaut habe, zur IAA, in den großen Zeitungen vor allen Dingen wahrgenommen, dass es unheimlich viele Ankündigungen gibt. Ankündigungen ohne Ende, aber selbst die Fachjournalisten vom Handelsblatt über die FAZ, über die Welt bis zur Süddeutschen schreiben alle in ihren Kommentaren, naja, aber bei mehr als Ankündigungen ist es auch nicht geblieben. Und das muss sich jetzt schleunigst ändern. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema Verhaltensänderung kommen, weil das ja wirklich auch etwas ist, was jedem Einzelnen vielleicht auch in seinem täglichen Tun somit das Wichtigste ist, was wir hier auch aus diesen 2,5 Tagen mitnehmen können. Es ist aber natürlich auch ein sehr schwieriges Thema. Ich will einmal kurz ein bisschen erzählen, was Frau Professor Hübner dazu gestern auch gesagt hat. Sie sagte zum einen, dass Wissen und Bewusstsein natürlich noch nicht verhaltensrelevant ist. Also letztendlich ist also Wissensvermittlung natürlich sehr, sehr wichtig. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass die Menschen dann auch sich automatisch öffnen in der Verhaltensänderung. Sie sagte, es sei wahnsinnig wichtig, eine Strategie natürlich zum einen zu haben und eben auch den eigenen positiven Nutzen zu sehen. Das ist natürlich immer wichtig. Und dass man sich ganz klare Ziele setzt und diese Ziele dann auch kommuniziert und teilt und weiterteilt eben auch, dass das dann auch so einen Multiplikatoreffekt hat. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir sprachen beispielsweise über Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, obwohl man es auch zu Fuß machen könnte. Und ausgegangen sind wir davon, dass man ja sozusagen ein Bestrafungssystem einführen könnte. Besser ist aber natürlich, sagt sie, wenn wir halt die bestärken, die ihre Kinder schon zu Fuß zur Schule bringen und das dann letztendlich auch ein Multiplikatoreffekt sein kann,
dass man dann sagt, wir haben einen Schulwettbewerb, wie viele kommen bei uns irgendwie zu Fuß zur Schule, also auch so ein bisschen Competition da reinzubringen. Also das war hier wichtig, vor allen Dingen auch niederschwellig anzusetzen, dass man sich nicht direkt zu hohe Ziele setzt und zu viel verändern will, sondern wirklich auch im Kleinen erstmal anfängt und die Menschen in kleinen Veränderungen bestärkt. Da würde ich Sie jetzt gerne alle nochmal dazu fragen, wie sehen Sie das Thema Verhaltensänderung? Was sind da für Sie die wichtigsten Ansätze? Wie können wir wirklich dafür sorgen, dass die Menschen bereit sind, auch mal neue Sachen auszuprobieren, wie beispielsweise Elektromobilität, und das dann vielleicht auch mit positiven Erlebnissen zu tun und es einfach langfristig auch zu tun und zu ändern in ihrem Leben? Wer möchte dazu gerne was sagen? Oh Gott, niemand. Das war super, Herr Wäge. Danke. Also, ich finde, das ist auch ein elementares und zentrales Thema der Umweltpolitik und Gesundheitspolitik, die Art und Weise Bewusstsein. Ich habe vorhin von unethischem Verhalten und Tierschutz gesprochen. Es gibt auch ein unethisches Verhalten gegenüber der Natur ansonsten von vielen Menschen hier in Deutschland. Einfach mal tatsächlich bewusst zu werden, was wir ausrichten mit dem, was wir tun. Zwei Sachen sind für mich wichtig. Einmal, frühkindliche Bildung. Je früher man anfängt, desto besser. Also im Kindergarten im Prinzip. Dann in der Schule. Ich erlebe das, meine Frau ist Lehrerin, die macht eine Vielzahl von Projekten gemeinsam mit den Schülern, die auch mit dem Thema Umweltschutz zu tun haben. Sensibilisierung. Da sind viele dabei, die sagen, das könnte ja mit dem Thema, ne? Und viele sind genervt und dann lieber iPhone Musik oder sowas. Aber es ist immer so, das merkt man auch in den Reaktionen ein paar Jahre später, die kommen dann wieder zurück und sagen, ja mein Gott, da haben wir bei Ihnen das und das gelernt. Ne? Über das Thema Minen haben wir doch gesprochen. Können sich wieder daran erinnern, selbst wenn das im Moment erstmal ist nicht cool im Land. Also es ist schwierig für die Lehrer, sehr, sehr schwierig, so etwas den Kindern nahezubringen, aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus natürlich in den Familien selbst deutlich zu machen, dass es alles endlich ist, nicht nur unser Leben, sondern natürlich auch die natürlichen Ressourcen endlich sind und wir sinnvoll, vernünftig, respektvoll damit umgehen müssen. Dazu bedarf es natürlich auch einer, ich sag mal, entsprechenden positiven Vorleben durch Politiker auch, aber nicht nur, man muss nicht mal auf die Politik schieben. Also das sind für mich jedenfalls sehr, sehr wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang. Und alles weiter ergibt sich auf die Dauer. Also ein bisschen Kollegen hier auf dem Möglichen auch noch was dazu zu sagen. Bitte schön. Danke, Herr Beck. Ich habe mit Frau Professor gestern auch nochmal darüber gesprochen, wie man denn Verhaltensänderungen erzeugen kann. Und Sie schildern mir das, was Sie vorher schon darstellen, verstehen. Das setzt ja voraus, dass eben jeder sich erstmal bewusst ist, was das für Implikationen hat, was er tut. So ein bisschen schlechtes Gewissen, unethisch. Und da setzen wir natürlich auch beim Umweltbundesamt an, dass wir nicht nur hochwissenschaftliche Broschüren und Berichte schreiben, das müssen wir sicherlich auch, das wollen wir auch, sondern dass wir eben auch Umweltinformationen machen, niedrigschwellig. Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit angefangen, so Erklärfilme zu machen, für 3 bis 5 Minuten, auf einem Niveau, das eben auch ohne wissenschaftlichen Hintergrund einfach mal so by the way, man sich angucken kann und was so nach unserer Rückkopplung jetzt eigentlich ganz gute Resonanz zeigt. Und diese Erklärfilme sollen eben auch dann schon mal aufzeigen, was kann ich denn tun? Aber es ist natürlich dann ins Ermessen eines jeden Einzelnen gestellt, dem auch zu folgen und das für sich zu realisieren, sicherlich in kleinen Schritten. Und ich halte diese Seite eben der Umweltinformation für genauso eine Aufgabe wie die Politikberatung auf der anderen Seite, damit sich eben irgendwo bottom-up und top-down hoffentlich hilft, damit vielleicht dann auch die Leute, die informiert sind, ihre Politiker unterstützen, wenn sie den entsprechenden Weg gehen, aber auch das, was sie selbst tun können, eben Verhaltensänderungen schon mal in Angriff nehmen. Es ist immer noch recht langsam, aber gut, wenn eben etwas, wie sagten Sie so schön, wenn es in der DNA liegt, dann dauern die Mutationen etwas länger. Da muss man wahrscheinlich einfach durch. Und wir haben eine Veranstaltung gehabt, die ist gute Luft, braucht einen langen Atem. Bin ich nach wie vor von Gott. Möchten Sie beide auch noch was dazu sagen, Frau Siegesmund? Also was nicht funktioniert, sind Dogmen. Das hat ja meine Partei im letzten Bundestagswahlkampf lernen dürfen. Stichwort Veggie Day. Wir alle erinnern uns noch daran. Was funktioniert, sind Angebote. Ich habe zum Beispiel ein von der Opposition wild und heiß diskutiertes Klimaretter-Sparbuch entworfen und im Land verteilen lassen, wo man quasi Unternehmen oder Läden, die
die sich bestimmten ökologischen Standards verpflichtet haben, was weiß ich, einen Kaffee für umsonst kriegt oder irgendwas. Also mit Angeboten konfrontiert ist, wo fair produziert wird oder in irgendeiner Art und Weise man auch gut unterwegs sein kann. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt bin ich 3 Jahre Ministerin und habe von Wolfsmanagementplan über ich weiß nicht was alles für Broschüren schon aufgelegt, keines ist so geflogen wie jetzt das Klimaretter-Sparbuch, weil die Leute, die das auch wollen und interessant finden. Also wir haben 2/3 Beratung, was kann ich tun für gutes Klima, was von Mobilität über Energiesparen bis hin zum Konsumverhalten angefangen. Und dann gibt es diesen kleinen, aber feinen Gutscheinteil, der im Endeffekt auch an nichts anderes ist als ein breites Spektrum an Angeboten. Und der wirklich sehr gut angenommen wird. Und die Diskussion darum, wo ich ja der Opposition in Thüringen auch Danke sagen muss, die hat, wie gesagt, dazu beigetragen, das ist das beste virale Marketing, so nennt man das, glaube ich, neudeutsch, was man haben kann, dass man sieht, die Leute wollen ihren Beitrag auch leisten. Ein anderes Thema ist ja die Ernsthaftigkeit der Sache. Also ich habe jetzt sozusagen ein bisschen humorvoll versucht, das darzulegen, aber wenn man sich anguckt, dass der Earth Overshoot Day jedes Jahr immer zeitiger ist, ja, dieses Jahr ganz am Anfang des Monats August, und wenn Sie sich auf der anderen Seite mal angucken, wie sich das auch in der Öffentlichkeit nicht niederschlägt, sondern nur in Fachkreisen, beim Uber oder auf Twitter, in sozusagen meiner Peer Group im Umweltbereich, dann bin ich, muss ich mal so offen sagen, nach wie vor erschrocken. Ich meine, ich werde mit vielen anderen in Bonn sein im November zur Nachfolge-Weltklimakonferenz nach Paris. Und wir werden darüber auch reden. Aber was uns nicht hilft, ist sozusagen Käseglocken-Diskussion. Und ich bin genauso wie Sie auch der festen Überzeugung, wir brauchen den Diskurs. Und es lässt sich auch nicht überstülpen, aber dann muss man die Dinge auch beim Namen nennen können. Und in dem Moment, wenn es unangenehm wird oder in die persönliche Lebenslage eingreift, habe ich immer den Eindruck, machen auch viele einfach zu. Das ist nun mal die Lebenswirklichkeit. Und man darf sich da aber nicht sozusagen in die Büsche schlagen, sondern muss da dranbleiben. Und wie gesagt, mit Aktionen wie diesem Best Practice Pendler-Initiative oder dem Klimaretter-Sparbuch oder eben anderen Dingen, die wir auf den Weg bringen. Ich habe zum Beispiel so einen futuristischen Pavillon gebaut, der heißt Klimapavillon. Der steht auf der Landesgartenschau in Apolda. Alle, die da hinfahren, wollen eigentlich gerade gepflanzte Geranienreihen sehen. Und dann kommt man auf das Gelände des Umweltministeriums. Da ist erstmal alles wild, weil das nur von Urban Gardening-Initiativen bepflanzt ist. Und dann steht da dieses UFO, so sieht es jedenfalls aus. Und die Leute wissen gar nicht, dass sie jetzt mit klimapolitischen Fragen, die den Konsum betreffen, konfrontiert werden. Aber wenn man drinsteht und die Ausstellung genießt und auch nicht gleich wieder rausgeht, dann fängt man zumindest an nachzudenken. Und das sind so kleine Beiträge, die wir leisten. Herr Professor Warhoff, von Ihnen noch ein Wort zum Thema Verhaltensänderung, bevor wir dann eine ganz kurze Abschlussrunde machen, weil wir noch ein paar Leute haben, die weg müssen. Deswegen drücke ich ein bisschen. Ja, vieles ist gesagt worden. Verhaltensänderungen, ja, wir haben den großen Bogen. Bildung für nachhaltige Entwicklung nennen wir das, mit ganz vielen Facetten. Und es wurde ja auch schon angesprochen, wir müssen bei den Kindern ansetzen, damit man mit anderen Grundwerten und Wertvorstellungen groß wird. Ja, das ist richtig, aber ich denke, wir werden auch ganz stark immer wieder darauf hinweisen müssen, die Erwachsenen müssen auch Vorbild sein. Daran lernen Kinder mehr als mit dem erhobenen Zeigefinger, vielleicht als kleiner Hinweis darauf. Letzter Punkt, wir sind ja doch alle sehr bequem. Wir leben in einer Gesellschaft mit sehr hohem Konsum. Wenn man in andere Länder der Erde reist, wird einem das erst bewusst, weil wir uns täglich untereinander messen. Und das macht uns vielleicht auch manchmal ein bisschen bequem. Und von daher glaube ich, dass wir nicht umhinkommen, die ein oder andere Grenze gemeinsam zu setzen, Grenzwerte zu setzen und auch mal das ein oder andere Verbot auszusprechen. Bei den Schadstoffen haben wir das getan. Ich glaube, so ganz ohne diese Wertsetzungen, will ich sie mal nennen, kommt auch eine moderne Gesellschaft, die selbstkritisch ist, nicht aus. Vielen Dank. Frau Wichmann-Fiebig, was nehmen Sie Positives aus den 2,5 Tagen mit? Das große Interesse an dem Thema,
mit der Hoffnung, dass auch ein entsprechender Multiplikatoreneffekt auf ganz verschiedenen Ebenen einsetzen wird und die wirklich konstruktiven Diskussionen, die sich dann zum Glück nicht wieder nur auf das NO2 und den Diesel- und Kammernfahrverbote oder vielleicht doch nicht beschränkt haben, sondern darüber hinausgegangen sind, bis zu dem Aspekt eben Verhaltensänderung, und zwar ein breites Spektrum, die wirkliche Kernbotschaft, was zu tun ist, möchte ich jetzt gar nicht aussprechen, denn es war vielfältig und so sollte es auch sein. Das fand ich sehr gut. Vielen Dank, Herr Welke. Sie waren jetzt heute freundlicherweise unser Gast, deswegen kann ich Sie nicht nach der gesamten Sommerakademie fragen, aber was nehmen Sie aus dieser Diskussionsrunde mit an Positiven? Also ich nehme eigentlich, oder würde ich gerne das mitnehmen, was ich heute Morgen im Gespräch mit Kollegen beschrieben habe und was für mich eigentlich wichtig ist und was auch zum Punkt davor passt. Und ich glaube, das braucht man hier gar nicht so groß an vermitteln, aber ich finde es einfach schön, das mal zu sagen. Das ist das Gebot der Rücksichtnahme. Also ich finde, das kennen wir aus dem Emissionsschutz raus. Das ist ein unglaublich tolles Gebot. Das bedeutet im Prinzip, dass alles, was wir tun, immer auch zu reflektieren. Wie kommt es beim anderen an? Das sind ganz viele Umweltthemen, aber es sind nicht nur Umweltthemen allein, sondern eigentlich immer sich im Grunde selbst zu reflektieren, zu überlegen, wenn ich das jetzt tue, wie empfindet das der andere? Empfindet er das als Eingrenzung seiner eigenen Freiheit? Empfindet er es als falsch oder richtig? Und dieses Gebot der Rücksichtnahme gegenseitig, ich finde, das würde ich auch nochmal ganz gerne kommunizieren, aber ich glaube, dass das die Leute, die hier aktiv sind, ja alles, ich sag mal, grün bewegt, sagen wir es mal so, die haben das Prinzip, aber wenn die das mitnehmen und immer wieder auch in die breite Öffentlichkeit hereintragen, dann erreichen wir bald über unser, also bei einem Aspekt engen Thema, über unser enges Thema hinaus, viel, viel mehr. Insofern, das ist für mich immer so ein Herzensanliegen, so etwas zu transportieren. Und ja, schade, dass ich nicht die ganze Zeit dabei war, aber andere Technik macht das leider nicht möglich. Und ich finde es aber toll organisiert und danke auch für den Beruf. Mitnehmen. Also ich nehme eine ganze Menge an Motivation mit. Wir befassen uns ja, da war noch gesagt, das ja auch mit eigenen Umweltbildungsprojekten und da will ich nicht verhindern, dass man da auch ab und zu mal ein bisschen niedergeschlagen ist. So, und wenn man aber diese Situation hier sieht und diese vielen Ansätze, und ich wollte noch ein positives Beispiel nennen, gucken Sie sich an, was mit den Elektrofahrrädern, den Pedelecs und diesen Dingen läuft. Das ist doch eine Geschichte, die wirklich sehr gut läuft. Es lohnt sicherlich, da nochmal zu gucken, wo sind die Erfolgsfaktoren, was sind die Narrative, die es sozusagen ermöglicht haben, dass hier die Fahrräder inzwischen, die ja deutlich teurer sind als die anderen, dass das eine wirkliche Alternative ist und die Leute dort fahren, frankiert mit den vermutlich auch Diskussionen in den Kommunen fahren, Schnellwege und sonst etwas zu machen, das greift eines an. Also ich nehme eine ganze Menge Motivation mit und will mich morgen später am Schreibtisch setzen und versuchen, die Hände umzusetzen. Tschakka! Frau Siegel, wollen wir Ihnen auch irgendwie weiterhelfen in Sachen Motivation? Also ich danke erstmal herzlich für die Einladung. Danke auch vor allem der DBU, dass es sich natürlich für Thüringen, für den Tagungsort entschieden hat und danke für die Diskussion, die auch viele Anregungen natürlich mir gegeben hat. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen beunruhigt gewesen, weil vom DBU Biko diese CO2-Uhr verdeckt war und ich ja vorhin auch lernen durfte, ab wann wir im sozusagen kritischen Bereich sind. 753. Okay, wir sind im kritischen Bereich. Okay. Deswegen will ich es jetzt auch kurz machen und will einfach Ihnen allen vermitteln, dass ich mich sehr gefreut habe, dass wir hier gemeinsam diesen Vormittag verbringen konnten und mit Sicherheit, gerade beim Thema Innenraum, das meine ich aber jetzt ganz ernst, wir uns auch nochmal angucken werden, ob wir vielleicht, das würde ich mir wünschen, mit der DBU ein Modellprojekt auch bei uns hinbekommen, am allerliebsten in der Schule oder an anderer Stelle, wo man dann einfach auch sehen kann, wie man aus der Praxis heraus dann auch wirklich Dinge daraus ableiten kann. Also nicht nur sozusagen technisch darüber reden, sondern auch ein Praxisbeispiel auf den Weg bringen. Wenn das möglich wäre, da Sie ja nach mir dran sind, dann würde ich mich freuen. So, jetzt nicht nur das Schlusswort, sondern auch ein konkretes Jahr. Ja, was nehme ich mit? Zunächst mal einen Antrag. Können wir wohlwollend schauen werden. Ich hatte ja gesagt, das ist ein Thema bei uns, von daher
sehe ich das jetzt nicht als großes Problem an. Das Wort Motivation klang hier mehrfach an. Ich glaube, das kann ich nicht nur für mich sagen, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Wir sind hier hochmotiviert angereist zu diesem Thema und wir werden genauso hier wieder abreisen. Für unsere weitere Arbeit, denke ich, werden wir eine ganze Menge mitnehmen können. Für mich persönlich war nochmal sehr wichtig, auch nochmal mitzuerleben, wie breit die Spanne der Thematik Luftqualität ist und wie es gelingen kann, diese, ja genau genommen, sehr enge Materie einzubinden in das Thema, wie wird die Welt nachhaltiger. Ich hatte am Beginn der Veranstaltung die SDGs dargestellt und einige genannt, die mit Luftqualität zusammenhängen. Und wir haben in dem Zusammenhang über Ziele gesprochen, die nicht nur dort verankert sind, Ziele, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, sondern auch konkrete Ziele zur Umweltqualität. Und Frau Wiedmann, Sie haben heute ja die Ziele dargestellt, die die EU hat, die die FAO hat. Wir hatten auch gleichzeitig auch den Blick zurück von Ihnen, Frau Ministerin, wie war das zu DDR-Zeiten? Ich selbst kann mich erinnern noch an einen Inversionswettertag im Januar 1990 in Halle. Ich konnte kaum atmen, weil zu der Zeit war das bei uns schon nicht mehr so dramatisch. Und Sie haben dargestellt, wie schnell sich das geändert hat. Also das finde ich auch wichtig, nochmal zu schauen. Wir sind in den letzten 3 Jahrzehnten auf einem sehr guten Weg. Wir haben die Schadstoffe drastisch reduziert. Das muss auch mal eine gute Meldung sein, die wir beim Umweltschutz herausgeben. Und das ist, wenn ich an die Nachhaltigkeit denke, handelt es sich um ein Leitbild. Und ein Leitbild kann man sich auch so vorstellen, dass man dieses Leitbild am Horizont sieht. Wir wissen noch nicht genau jeden einzelnen Weg. Wir wissen aber, wir wollen in Richtung Horizont marschieren. Und je mehr und je näher man dem Horizont kommt, so mehr erblickt man. Und wenn ich das jetzt auf den Umweltschutz und Naturschutz, auf die Nachhaltigkeit beziehe, dann kann man Ziele erreichen, man kann Ziele unterschreiten oder nicht erreichen. Man kann sich aber auch neue setzen, weil man, wie ein Horizont so ist, einen neuen Horizont hat. Also es geht immer weiter, wir sind da nicht am Ende. Und von daher finde ich es sehr wichtig, das klang ja an, dass wir uns mehr Gedanken machen, um auf das Thema Luftqualität zurückzukommen. Wo müssen wir am Ende, das Ende, das wir heute in unserer Gesellschaft überschauen können, hin, was die Grenzwerte und Ziele anbelangt. Und wenn ich mir die einzelnen Sektoren anschaue, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Politik oder wir als Gesellschaft, wir wählen die Politiker, dass es gelingt, langfristige Ziele festzusetzen, damit auch Industrie und andere, die investieren müssen, um diese Ziele zu erreichen, Planungssicherheit haben. Da spielt auch ein großes Momentum an Verantwortung mit, das vielleicht nicht alle wahrgenommen haben, wir haben das gehört, Automobilindustrie, aber dennoch, im Prinzip funktioniert ja diesbezüglich unsere Gesellschaft und von daher, wenn wir also nachhaltige Gesellschaft im globalen Maßstab werden wollen, brauchen wir langfristig auch ganz konkrete Ziele, auch bei den Schadstoffen, weil dann kann man Entwicklungen darauf abstellen. Man kann zum Beispiel feststellen, mit den jetzigen Technologien erreichen wir das zum Beispiel nicht. Und dann auch es schaffen, möglicherweise Paradigmenwechsel herbeizuführen. Ganz neue Technologien, so wie wir sie jetzt haben, der Schritt vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität oder zu anderen zukunftsfähigen Antrieben. Bei all dem finde ich, darüber reden wir ja häufig, das Wort Wende
ob Energiewende oder welche Wende auch immer, das passt diesbezüglich überhaupt nicht. Wir müssen eigentlich noch mit größeren Schritten voranschreiten. Wende heißt, alte Dinge wieder zu tun. Wir sind heute in einer Welt, wo wir wirklich zu neuen Ufern aufbrechen müssen, Dinge tun müssen, so wie bei der Elektromobilität, die wir bisher nicht hatten und die deswegen auch schwieriger sind. Zurückgehen, das glaube ich, weiß jeder, weil man weiß, wo man herkommt. Aber wir sind auf dem Weg nach vorn und wissen nicht unbedingt genau, wo wir hin müssen. Also von daher, denke ich, kann man von dieser Sommerakademie eine Menge mitnehmen, auch wenn viele Fragen offen geblieben sind. Aber das ist nun mal so in einer komplizierten Welt und bei einem so hochkomplexen Thema. Zum Schluss erlauben Sie mir noch, dass ich Dankesworte loswerde. Zunächst an Sie, Frau Ministerin, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier hinzukommen und uns nicht nur über Thüringen was zu erzählen und darüber, dass Sie in vielen Punkten ja schon noch hier Vorreiter sind. Das nehmen wir gerne mit und sagen das auch unseren Landespolitikern weiter. Danke an alle Referenten, die ich jetzt hier im Einzelnen nicht benennen kann. Die Beiträge waren von sehr hohem Niveau. Ich kann sagen, ich habe sehr viel gelernt in den letzten Tagen. Dank auch an alle, und ich denke, das waren fast alle hier im Raum, die mitdiskutiert haben. Das macht den Charakter einer Sommerakademie aus, dass man sie nicht berieseln lässt, sondern dass man Teil des Ganzen ist. Und es sind nicht nur die Gespräche hier oder in den Arbeitsgruppen, sondern auch die beim Grillen oder beim Bier trinken und Wein trinken abends, die ich so wertvoll finde. Frau Steger, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute moderiert haben hier. Und das Gleiche will ich sagen in Richtung Frau Fink. Sie haben das sehr gut gemacht. Frau Vogelpohl ist heute nicht mehr hier aktiv. Sie ist noch da, aber heute nicht aktiv. Also Ihnen beiden, die hier sozusagen das Aushängeschild nach vorne waren, ganz herzlichen Dank. Dahinter steht ein ganzes Team an Vorbereitern, an inhaltlichen Vorbereitern, die ich jetzt alle nicht namentlich nennen kann, auch denen ganz herzlichen Dank. Und dahinter steht Frau Lohaus, die immer für die technischen immer alle technischen Dinge und Probleme vor allem löst, in bewährter Manier, seit vielen Sommerakademie, Frau Lohaus, in ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, zum Schluss, wir waren erstmalig Gast in Thüringen, hier im Kloster Volkenroda. Wir hatten, Frau Ministerin, vorhin schon das Gespräch, das haben Sie auch schon erwähnt. Wir wollen also über die verschiedenen oder in den verschiedenen Ländern mit unserer Sommerakademie demnächst auch mal landen und die Standorte wechseln. Herzlichen Dank, dass wir hier in Thüringen sein durften. Wir kommen gerne wieder, aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mal weiterziehen und deswegen darf ich Sie an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass wir im nächsten Jahr in Sachsen-Anhalt zu Gast sein werden, im Kloster Drübeck, das liegt bei Wernigerode, also nur einmal über den Harz von hier, gar nicht so weit. Ich hoffe, dass ich ganz viele von Ihnen, wir haben ja viele Stammkunden hier, Stammgäste hier, dass wir die alle wiedersehen und dann eine 24. Sommerakademie in Sachsen-Anhalt abhalten können. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und einen guten Nachhauseweg.